Im Jahre 1489 reiste Willibald Pirckheimer aus Nürnberg zum Studium nach Italien. Er war 19 Jahre alt und glaubte, die Welt zu kennen. Aber hier im Süden gingen ihm die Augen auf. In Italien, in Florenz, war alles anders als in Deutschland. Das Leben schien heiterer und freier. Man konnte es vom einfachen Handwerker zum Palastbesitzer bringen. Reiche Bankiers und Kaufleute besuchten Vorlesungen über Plato. In Florenz gab es mehr Künstler als in Nürnberg Schneider. Die Frauen waren den Männern gleichgestellt und genossen hohes Ansehen. Hier galt jede einzelne Persönlichkeit, anders als in Deutschland. Willibald Pirckheimer sah aufregende Kunstwerke. Gestalten, nackt, ganz nach der Natur geschaffen. Ein Theologe in Florenz ließ Gott zum ersten Menschen sagen, ich habe dich ins Zentrum der Welt gestellt. Du bist dein Herr. Du kannst zum Tier absinken oder dich zum Göttlichen emporschwingen. Alles hängt von deinem Willen ab. Es war Pirckheimer eine Lust, in Italien zu studieren. Er genoss die geistige Freiheit und die schöpferische Atmosphäre. Mit seinen Freunden wandelte er über die antiken Städten und gedachte der alten Griechen und Römer, ihrer weisen Schriftsteller und Philosophen. Jeder Einzelne, mag er auch in der Masse untergehen, hat seinen eigenen Wert. Er gibt sich und der Welt einen Sinn mit Kunst und Wissenschaft und er kann glücklich sein. Diese Erkenntnis leitete Pirckheimer sein ganzes Leben lang. 6 Jahre später, 1495, rief ihn der Vater zurück nach Deutschland. Schweren Herzens nahm er Abschied von seinen Freunden und Professoren und von einer italienischen Dame namens Bernarda. In Deutschland fand er nichts von dem klaren Geist der italienischen Welt. Das Land litt unter dem Gezänk vieler Landesfürsten. Der Kaiser, Maximilian, hatte sich in den Kopf gesetzt, Papst zu werden. Aber er war nicht einmal Herr im eigenen Land. Die wirkliche Macht lag bei den Fürsten. Sie versuchten, ihre ineinander verschachtelten Länder zusammenzufassen und einheitlich zu verwalten. Pirckheimers Vaterstadt Nürnberg lag im Zentrum der Verkehrswege zwischen Italien und Schweden, Frankreich und Böhmen. Früher war Nürnberg Besitz der deutschen Kaiser. Als die Kaisermacht schwächer wurde, gewann Nürnberg an Selbstständigkeit. Die Stadt stieg auf zu einem Staat mit 40.000 Einwohnern. Hier lebte der vielleicht reichste Mann Deutschlands, Bartholomäus Viatis, mit einem Vermögen von über 1 Million Gulden. Nürnberger Bürger genossen unvergleichliche Handelsprivilegien im ganzen Reich. Dafür hatten die Kaiser gesorgt, die allesamt bei den Nürnberger Kaufleuten hoch verschuldet waren. 1495 erreichte Pirckheimer mit griechischen Lehrbüchern und römischen Liebesgedichten im Gepäck die Tore der Stadt. Nach dem Willen des Vaters sollte Willibald Ratsherr werden. Aber der junge Mann hatte ein freies Leben in Italien genossen. Nürnberg schien ihm provinziell. Schon das Äußere der Stadt spiegelte altes Denken. Hier gab es keine Reformer oder Weltveränderer. Alles ging noch seinen gewohnten Gang. Man hatte viel erreicht. Auf der alten Kaiserburg lagen sogar die heiligen Insignien des Reiches. Und ihre Verwaltung oblag der Stadt. Pirckheimer träumte von anregender Arbeit in geistiger Offenheit und von einem sinnenfrohen Leben mit Liebschaften und Abenteuern. Aber er fügte sich dem Schicksal. Sein Vater verschaffte ihm eine Ehefrau und dann wurde er Mitglied des Nürnberger Stadtrates. So altmodisch waren die ehrwürdigen Herren gar nicht. Sie hatten eine neue Ordnung ausarbeiten lassen. Das alte mündlich überlieferte Gewohnheitsrecht mit seinen Zufälligkeiten und willkürlichen Entscheidungen galt nicht mehr. Alle zivilen Rechtsangelegenheiten waren nach dem Vorbild römischer Gesetze schriftlich niedergelegt worden. Die Verwaltung Nürnbergs sollte durch das neue Recht vereinheitlicht und vereinfacht werden. Es gab heftige Debatten um das Gesetzbuch, denn nun hatten die Juristen mit ihren lateinischen Fachausdrücken das Wort. Männer vom Schlage eines Hieronymus Holzschuher waren es, die Nürnberg von Grund auf modernisierten. Über Generationen konnten sie ihre Macht behaupten. Die Holzschuhers saßen ohne Unterbrechung von 1317 bis 1806 im Stadtrat. Augsburg. Nach einer Sitzung verlassen die Herren das Ratsgebäude und treten auf den Markt hinaus. 3 Fernhändler wickeln ein Geschäft ab. Vielleicht ist eine Fracht Gewürze aus Venedig angekommen, die weiterverkauft werden soll. Im Schlitten rauscht eine elegante Dame durch das bunte Treiben auf dem Platz. Hier sind alle Schichten versammelt. Die Bauern des Umlandes, kleine Handwerker und Krämer, Fuhrleute und Tagelöhner. Nach göttlicher Bestimmung hat jeder seinen festen Rang
und sein gesichertes Auskommen. Diese Stadt ist eine harmonische Welt für sich, sagt das Bild. So wollte es der Auftraggeber. In Wahrheit hatten die meisten Städte wie Augsburg als eigenständige Staaten keine Zukunft. Die Kosten für Verwaltung, Diplomatie und Verteidigung überstiegen die Einnahmen. Das Regieren war kompliziert. Man brauchte fachkundige Berater. Aber welcher Patrizier respektierte schon die blassen Gelehrten, die nichts konnten außer klug daherreden? Pirkheimer war ein Fachmann und Nürnberg war gut beraten, ihn gewähren zu lassen. Mit seinen Sprachkenntnissen und seiner weltoffenen Art verhalf er Nürnberg zu hohem Ansehen. So fand man sich ab mit seiner Arroganz und Grobheit. Erst als Pirkheimer begann, Übersetzungen antiker Texte voller unmoralischer Lehren zu verbreiten, war für die Ratsherren das Maß voll. Pirkheimer verließ den Rat und führte ein Leben nach seinem Geschmack. Er wechselte Briefe mit Erasmus von Rotterdam. Was ist das richtige Christentum? Das war die Grundfrage der Zeit. Erasmus machte sich frei von den gewundenen Philosophien der kirchlichen Überlieferung und spürte den Wurzeln seiner Religion nach. Zurück zu den Quellen, zurück zum ursprünglichen Wortlaut der Bibel, zum Griechischen und Hebräischen. Erasmus veröffentlichte die alten Schriften. Dort lag die Wahrheit. Pirkheimer regte die Gebildeten in Deutschland an, gleichfalls zu lernen und zu forschen. Sie begannen, die Bibel in einem anderen Lichte zu sehen. Der Apostel Paulus war verheiratet. Christentum schien einfach und klar, wie die Sprache eines Homer. Diese Männer wurden ergriffen von der Vision einer besseren Welt, in der die Menschen ihre natürlichen Anlagen frei entfalteten. Sie nannten sich Humanisten. Mitte des 15. Jahrhunderts machte Johannes Gutenberg eine Erfindung, die die Welt veränderte. Er stellte Gießformen für Buchstaben her. Dann erhitzte er eine Legierung aus Blei, Antimon, Wismut und Zinn und goss diese Schmelze in die Form, wo sie rasch erkaltete. Auf diese Weise entstanden einzelne Buchstaben aus Metall, die in beliebiger Kombination zu Wörtern, Zeilen, zu ganzen Seiten zusammengestellt werden konnten. Viele hundertmal ließen sich die Lettern verwenden. Von nun an waren Bücher schneller und billiger herzustellen. Die Auflage eines Buches konnte man fast beliebig erhöhen. Vorher wurden Bücher zur Vervielfältigung mühselig mit der Hand immer wieder abgeschrieben oder von Holzplatten gedruckt. Diese Verfahren waren sehr teuer. Man musste reich sein, um sich ein Buch leisten zu können. Gutenberg entwickelte nach dem Vorbild einheimischer Weinpressen eine Druckpresse. In den Rahmen spannte er Papier, dann färbte er den Buchstabensatz mit einer Mischung aus Kienspan, Galläpfeln und Ruß ein. Er klappte den Rahmen auf die Lettern, schob das Ganze unter die Presse, drückte Lettern und Papier zusammen und die Seite war fertig. Bis in das 18. Jahrhundert hat sich diese Technik nicht verändert. Von Mainz aus trat das neue Gewerbe einen Siegeszug an durch das ganze Abendland. Anton Koberger in Nürnberg besaß den größten Betrieb. 100 Setzer und Drucker standen an 24 Pressen. Zuerst kamen religiöse Werke auf den Markt. Die 42-zeilige Bibel des Johannes Gutenberg gilt bis heute als das schönste gedruckte Buch der Welt. Schon bald vergaben die Humanisten Aufträge. Eine Flut an gelehrtem Wissen, an Bildung überschwemmte Europa. Schlettstadt im Elsass wurde eine Hochburg antiken Geistes. Der Humanist Beatus Renanus schenkte seiner Geburtsstadt alle Schriften, die er besaß. 670 Bände mit über 2000 Titeln. 1494 schrieb der Universitätslehrer Johannes Reuchlin, man solle Hebräisch lernen, um die Weisheit der Juden zu verstehen. Ein gewisser Pfefferkorn dagegen behauptete, man müsse alle Schriften der Juden verbrennen, da sie die christliche Religion beleidigten. Wütende Auseinandersetzungen spalteten das gebildete Deutschland in zwei Lager. Für Reuchlin stritten die Humanisten, gegen ihn die Scholastiker. Die Schlachten wurden mit Feder und Tinte geschlagen, aber ihr Donner hallte bis in die Provinz, denn alle Gelehrten kannten sich und reichten sich ihre Bücher zu. Reuchlins Druckwerk, von dem der Streit um die jüdischen Werke ausging, gelangte bis nach Emden in Ostfriesland, wo es noch heute liegt. Ursprünglich gehörte das Exemplar Erasmus von Rotterdam, wie seine eigenhändige Inschrift belegt.
Der Disput um die Judenschriften wurde nie entschieden, aber Buchdruck und Humanismus hatten die geistige Vorherrschaft der alten Kirche zutiefst erschüttert. Johannes Müller, genannt Regiomontanus, war Astrologe, Professor für alte Sprachen, Mathematiker, Bibliothekar und Bischof. In Nürnberg baute er die erste Sternwarte Deutschlands und gleich daneben eine Druckerei, um seine Erkenntnisse unverzüglich publizieren zu können. Regiomontanus konstruierte Fernrohre, Sternhöhenmesser und Kompasse und entwarf astronomische Tabellen, die die Ortsbestimmung auf hoher See erleichterten. Mit diesem Rüstzeug entdeckte Christoph Kolumbus im Jahre 1492 Amerika. Er führte den endgültigen Beweis, dass die Erde eine Kugel sei. Ohne die Studien der Humanisten wären die großen Entdeckungsfahrten nicht möglich gewesen. Auf der Suche nach verborgenen Handschriften fiel ihnen eine Erdbeschreibung des alten griechischen Astronomen Ptolemäus in die Hände. Die 1400 Jahre alte Beschreibung war für Mathematiker und Astronomen eine Fundgrube. Schon Ptolemäus hatte sich die Erde als Kugel vorgestellt. Er hatte einen Äquator berechnet und ein feines Netz von Längen und Breitengraden erdacht, mit denen sich die geografische Lage eines jeden Ortes bestimmen ließ. Diese Berechnungen waren aber so kompliziert, dass die ersten Übersetzer der Schrift verzweifelten. Deshalb begann Regiomontanus, der Mathematiker aus Nürnberg, mit einer Neuausgabe, die Pirkheimer schließlich in seinem letzten Lebensjahr vollendete. Von der Kosmographia zehrten ganze Generationen von Wissenschaftlern. Einfache Sammler schauten sich nur den Kartenteil an und versanken dabei in Träume von fremden Ländern und wundersamen Völkern. Mit ihren Fingern verfolgten sie die Reise eines Schiffes, das im Jahre 1515 die Säulen des Herkules, die Meerenge von Gibraltar, passierte und in das Mittelmeer einsegelte. Das Schiff kam aus Indien und hatte seltsame Fracht an Bord, unter Deck gefesselt, ein exotisches Tier, nie zuvor gesehen in Europa. In den Hafenstädten Frankreichs und Italiens erwarteten die Menschen mit Spannung das Einlaufen des Schiffes. Gerüchte liefen um, das Tier sei so groß und stark, dass sich selbst Elefanten vor ihm fürchteten. Jeder wollte diesen mächtigen Koloss mit eigenen Augen sehen. Sogar der französische König und seine Gattin kamen eigens angereist, um sich das Fabelwesen genau zu betrachten. Doch bevor das Schiff einen Hafen erreichte, lief es auf Grund und sank. Das Tier konnte nur noch tot geborgen werden. Es wurde ausgestopft, konserviert und präzise abgezeichnet. Das Rhinoceros, schrieb Albrecht Dürer, ist von dicken Schalen überlegt, sehr fest. Es hat ein stark Horn vorn auf der Nase. Damit, so Dürer, läuft es schnell auf Elefanten zu und schlitzt ihnen die Bäuche auf, um sie anschließend zu erwürgen. Der Künstler aus Nürnberg verkaufte Flugblätter mit dem Bild des Rhinoceros. Ein gutes Geschäft, denn auch die Deutschen wollten etwas über dieses eigentümliche Geschöpf erfahren. Sie konnten nur selten lebendige Tiere aus anderen Kontinenten bestaunen, denn Deutschland war abgeschnitten von den großen Meeren und den Handelswegen in die Wunderwelten des Orients und Amerikas. Das ausgestopfte Rhinoceros gehörte dem König von Portugal, der weite Teile Indiens beherrschte. Die seefahrenden Länder am Atlantischen Ozean hatten Kolonien gegründet. Sie wurden immer größer. Deutschlands Rolle in dieser neuen Welt aber wurde immer geringer. Um 1500 schrieb der Nürnberger Arzt Hartmann Schedel ein Buch über die Geschichte der Welt. Merkwürdigerweise zeigten die meisten Bilder darin deutsche Städte. Zum ersten Mal erfassten die Deutschen eine Leidenschaft für ihre Geschichte. Sie wollten wissen, wie kraftvoll die germanischen Stämme, wie gewaltig die Herrschergeschlechter und wie reich die Städte einst gewesen waren. Die deutschen Humanisten erforschten und verherrlichten die Vergangenheit ihres Landes. Die Gegenwart bot zum Jubel keinen Anlass. In Nürnberg fertigten Schlossermeister Heuss und Kupferschmied Lindenast für die Frauenkirche ein Uhrwerk mit mechanischer Spielanlage. Punkt 12 Uhr treten 7 Kurfürsten hervor und huldigen ihrem Kaiser, der sie alle wie ein Riese überragt. Diese Uhr sollte zur Schau stellen, woran es in Deutschland fehlte, an zentraler Macht. Kaiser war Maximilian I. Als Landesfürst von Österreich hatte er starkes Gewicht. Reichspolitik war dennoch fast unmöglich. Kein Gesetz, keine Steuer, ohne Mitsprache der Fürsten, Adligen und Städte. Dennoch träumte Maximilian vom Wiederaufleben kaiserlicher Herrlichkeit.
Er brauchte Kanonen. Diese neuen Waffen würden in Zukunft über Sieg oder Niederlage im Gefecht entscheiden. Ein zentrales Magazin wurde eingerichtet. Maximilian kaufte hunderte von Geschützen modernster Bauart. Viele kamen aus Nürnberg, der Hochburg deutscher Waffenproduktion. Kanonen aber waren teuer. Der Kaiser stürzte sich in aberwitzige Schulden und dann führte er Krieg. Frankreich hatte begonnen, Italien zu unterwerfen. Maximilian fühlte sich bedroht und beschoss die französischen Bastionen. Die jahrhundertelange Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich nahm ihren Anfang. Der Kaiser verlor den Krieg trotz aller Kanonen. Er hatte zu wenig Soldaten. Die Zeit der adligen Ritterheere war vorbei. Immer häufiger standen sich große Menschenmassen gegenüber, die mit Feuerwaffen ausgerüstet waren. Nur Spezialisten beherrschten die neue Kriegstechnik. Vor dem Einrichten eines Geschützes mussten Berechnungen angestellt werden über die Flugbahn der Kugel und die Stärke der Ladung. Es war diesen Berufssoldaten gleichgültig, für wen sie kämpften. Viele deutsche Landsknechte traten in französische Dienste, Schweizer standen in spanischen Heeren, Italiener in englischen. Nach einem Einsatz zogen sie geschlossen zum nächsten Kriegsschauplatz weiter. Diese Männer ließen sich hoch bezahlen. Wer im ersten Glied stand, verlangte gerechterweise doppelten Lohn. Sie alle wollten Bargeld sehen. Die Kosten für ein Regiment betrugen 35.000 Gulden jeden Monat. Wer in Deutschland besaß schon so viel Geld? Jakob Fugger hatte das Geld. Er verfügte über 2 Millionen Gulden. Er finanzierte den Papst, den ungarischen König und sogar den deutschen Kaiser. Die Fugger in Augsburg waren die reichste Familie Europas. Sie entschieden, ob Kriege geführt werden konnten oder nicht. Und sie machten die wirklich große Politik. 1519 gewährte Jakob Fugger dem spanischen König Karl einen Kredit von einigen hunderttausend Gulden. Mit diesem Geld konnte Karl die deutschen Kurfürsten bestechen und sich von ihnen zum neuen Kaiser wählen lassen. Fugger wusste, diese Wahl würde ihn noch reicher machen. Augsburg, geschlossene Gesellschaft. Im Festhaus tanzen die oberen Geschlechter. Fugger, Welser, Paumgärtner, Hochstädter. Große Familien, märchenhaft aufgestiegen. Sie vergeben Kredite und erhalten dafür Bergwerke. Sie besitzen alle Kupfer- und Quecksilberminen in Europa. In ihren Gießereien und Hüttenwerken sind Zehntausende von Lohnarbeitern beschäftigt. Wie moderne Unternehmer führen sie gewaltige Wirtschaftsimperien. Geld soll sich vermehren, die Preise müssen hoch, die Löhne niedrig bleiben. Mit ihrem Profitdenken sind sie die ersten Kapitalisten in Deutschland. Albrecht Dürer warnt in seinen Bildern die Reichen und die Mächtigen. Bedenkt das Ende der Welt. Im letzten Buch des Neuen Testaments hat Johannes geschrieben, und es kam einer von den 7 Engeln und sprach zu mir, komm, ich will dir zeigen das Urteil der großen Hure. Sie ist gefallen, Babylon, die große Hure. Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen über sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Die Ware des Goldes und Silbers und die Perlen und Weizen und Vieh und Leiber und Seelen der Menschen. Die Händler solcher Ware werden stehen vor Furcht ihrer Qual, weinen und klagen, denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Die Menschen warten auf das jüngste Gericht. An diesem Tage wird der Herr die Auserwählten von den Verdammten scheiden. Und vor dieser Abrechnung fürchten sich auch die Reichen. Überall in Europa, vor allem aber in Deutschland, werden in den Kirchen große Truhen aufgestellt. Mit Geld sollen sich die Sündigen von ihrer Schuld freikaufen. Jedem, der zahlt und seine Verfehlungen bereut, verspricht der Papst einen Ablass von den Strafen im Fegefeuer. Wer der Kirche spendet, erhält einen Beichtbrief. Die meisten Gläubigen waren sicher, sie könnten mit solch einer Urkunde das ewige Heil erkaufen. Sich selbst, aber auch schon verstorbenen Verwandten. Ablassbriefe wurden als Formulare gedruckt. Johannes Kleeberger bezahlte die verlangte Gebühr, dann trug ein Pfarrer nur noch seinen Namen in den Vordruck ein und fertig war das heilige Geschäft. Als weltliche Macht beherrschte die Kirche noch immer ein Drittel ganz Deutschlands. Aber wie hatte sie sich verändert?
Die Bischöfe verkündigten nicht das Evangelium. Sie machten Politik, vermehrten ihren Reichtum, schmückten sich mit prunkvollem Geschmeide. Danziger Priester trugen Gewänder aus Stoffen, die im Orient eingekauft worden waren. Schwerer Brokat galt als das edelste Gewebe. Je aufwendiger die Kleidung des Priesters, desto feierlicher sein Gottesdienst. Manche dieser kostbaren Tuche zierten Bilder oder Muster, die mit der christlichen Kirche nichts zu tun hatten. Es war üblich, sich ein kirchliches Amt zu kaufen. Bildung galt nicht als Voraussetzung. Erotische Bilder schmückten die Badestube im Regensburger Bischofshof. Die Prälaten waren Lebemänner. Bischöfe hielten sich bei Schläferinnen. Der Papst zeugte Kinder. Die christliche Botschaft war zur Nebensache geworden. Überall in Europa, besonders in Deutschland, wuchs darüber die Empörung. Erasmus und Dürer beschimpften den Papst. Kritik steigerte sich zum Hass. Im Jahre 1521 zerbrach endgültig die Einheit aller Christen in Deutschland. Der Mann, der den Bruch ausgelöst hatte, musste sich in den Tiefen des Thüringer Waldes verstecken. Er war gebannt und geächtet. Die Häscher des Papstes und des Kaisers waren ihm auf den Fersen. Sie wollten ihn töten. Martin Luther lebte unerkannt, als Ritter verkleidet, auf der Wartburg in Sicherheit. Denn Freund und Feind glaubten, er sei ermordet worden. 4 schwere Jahre lagen hinter ihm. Er hatte den Papst angegriffen und die gesamte Kirchenmacht herausgefordert. Breite Schichten der Bevölkerung hatten sich auf Luthers Seite geschlagen. Sie führten den Kampf weiter, während Luther sich in seiner Kammer auf der Wartburg in eine große Aufgabe vertiefte. Er übersetzte die Bibel ins Deutsche. Die einfachen Menschen sollten das Wort Gottes nicht nur lesen, sondern auch verstehen können. Ich mühte mich, schrieb Luther später, Moses so deutsch zu machen, dass niemand vermuten würde, er sei ein Jude. Jeden Tag übersetzte er 10 Seiten nach der griechischen Ausgabe des Erasmus von Rotterdam. Er legte die Schrift so aus, wie es dem Lebensgefühl der einfachen Menschen entsprach. Diese Bibel sollte später zum Volksbuch werden. Endlich sprach Gott verständliches Deutsch. Alles hatte 4 Jahre zuvor in Wittenberg angefangen. Die Schlosskirche war Festraum der Universität. Luther, ein unbekannter Mönch und Professor für Philosophie. 1517 verschickte Luther 95 Thesen gegen den Ablass an einige Kollegen. Ein Exemplar ließ er, heißt es, an die Tür der Schlosskirche schlagen. Ohne sein Wissen wurden die Thesen gedruckt und überall verbreitet. Luther leugnete die Allmacht des Papstes und berief sich auf die Bibel. Er sprach aus, was alle Welt empfand. Der Papst hatte spät auf das Mönchsgezänk reagiert. Politische Geschäfte hielten ihn ab. Sein Gesandter verhörte Luther. Kardinal Cajetan hielt dem Aufrührer vor, dass die Bibel der Auslegung bedürfe und dass der Papst ihr oberster Ausleger sei und deshalb über der Schrift stehe. Luther blieb fest, dass ich widerrufen sollte, da wird nichts draus. 1521 verhängte der Papst den Bann über ihn, eine Strafe, die den Tod bedeuten konnte. Sein Schicksal hing nun vom Kaiser ab. Karl V., der Habsburger, war eben erst mit Fuggers Hilfe zum Kaiser gewählt worden. Nach dem geltenden Recht hätte er über Luther die Reichsacht verhängen müssen. Luther wäre dann vogelfrei gewesen. Aber der 20-jährige Herrscher zögerte. Die Fürsten und Ritter in Deutschland forderten, ein Deutscher müsse persönlich gehört werden, bevor ein solches Urteil ergehen dürfe. Karl beugte sich. Einen Machtkampf konnte sich der Habsburger nicht leisten. Das Kaiserreich erstreckte sich von der Ostsee bis ans Mittelmeer. Innerhalb dieses Reiches besaß das Habsburger Herrscherhaus aus Wien die größten Territorien, Österreich, Böhmen und die Niederlande. Mit einer geschickten Heiratspolitik hatte Karls Großvater Maximilian bedeutende Gebiete auch außerhalb des Reiches erworben. Die Habsburger herrschten über Spanien, Sardinien, Neapel und Sizilien. Und ein noch größeres Territorium besaßen sie jenseits des Ozeans in Amerika. Karl V. machte Weltpolitik im Interesse der Habsburger. Seine Länder wurden im Osten vom mächtigen Osmanischen Reich bedroht. Karl versuchte, alle Christen zu einem Kreuzzug gegen die Mohammedaner zu sammeln. Ohne Erfolg. Der französische König verweigerte sich. Denn er sah in den Osmanen das einzige Gegengewicht gegen die Macht Karls des V. Frankreich war von habsburgischen Ländern umklammert und setzte sich zur Wehr. Es ging ein Bündnis ein mit den Heiden im Osten. Nun geriet Karl in Bedrängnis.
Deutschland war in diesem Spiel der großen Mächte nur ein Nebenschauplatz. Und der Mönch Luther eine Randfigur. Worms 1521. Luther hatte sich vor dem Kaiser verteidigt. Zuletzt stellte man ihm die entscheidende Frage: Willst du deine Lehre widerrufen? Luther weigerte sich und Karl fasste seinen Beschluss: Ein Einzelner irrt, wenn seine Meinung gegen die der ganzen Christenheit steht. Denn sonst hätte sie ja heute und immer geirrt. 3 Wochen später, Luther war auf dem Rückweg nach Wittenberg, hatte der Kaiser die Reichsacht über Luther und seine Anhänger ausgesprochen. Um den Geächteten zu schützen, hatte der Kurfürst von Sachsen Luther auf die Wartburg bringen lassen, wo der streitbare Mönch nun seine Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche abschloss. Zur selben Zeit musste Kaiser Karl das Reich wegen neuer Konflikte mit Frankreich verlassen. Ungehindert breitete sich nun die neue Lehre aus. Luther hatte den Weg zur Bibel gewiesen. Darin stand nichts von Klöstern und Messen, nichts von Abgaben und Steuern. Und was hatten all die Dogmen der Kirche mit dem Evangelium zu tun? Die Bibel atmete den Geist der Freiheit. Auf Luthers Seite standen die Patrioten, die frei sein wollten von einem italienischen Papst. Mit Luther lehnten sich kleine Leute auf gegen Unterdrückung. Die Humanisten applaudierten ihm, denn er war gegen jede geistige Bevormundung. Alle fühlten, dieser Mann führte eine Umwälzung herbei. Der Kurfürst von Sachsen beschützte Luther auch weiterhin. Friedrich der Weise war von der neuen Theologie durchaus nicht überzeugt. Er besaß einen Ablassschatz von über 2 Millionen Jahren Nachlass der Fegefeuerstrafen. Aber Friedrich war gegen die Macht des Papstes. Deshalb förderte er die Reformation. Er ließ zu, dass in der Wittenberger Stadtkirche der Gottesdienst auf Deutsch gehalten wurde. Der Altar demonstrierte das Wesen der neuen Lehre. Im Mittelpunkt steht das Abendmahl. Jesus umarmt den Apostel Johannes. Er nimmt Abschied von seinen Jüngern. Im Abendmahl eines Gottesdienstes wiederholten die Gläubigen dieses Ereignis. Sie empfingen die Gnade Gottes und ihre Sünden waren vergeben. Wie die Jünger damals feierten sie die Gemeinschaft mit Jesus. Priester als Vermittler zwischen Gott und den Menschen brauchte man nun nicht mehr. Das Abendmahl ersetzte die großen Messopferzeremonien der alten Kirche. Wer sündigt, muss sich immer neu rechtfertigen vor seinem Gewissen. Die Kirche kann ihm dabei nicht helfen, allein die Kraft der Heiligen Schrift. Luther nahm den Christen die Sicherheit, sie könnten mit guten Werken das ewige Leben erlangen. Indem er die traditionellen Glaubensregeln in Zweifel zog, versetzte er die Menschen in Unruhe. Im Verlaufe des 16. Jahrhunderts zerbrach die Einheit der abendländisch-katholischen Kirche, der schon früher die Hussiten in Prag und Böhmen den Gehorsam aufgekündigt hatten. Reichsstädte wie Nürnberg wurden zuerst von der protestantischen Bewegung erfasst. Hier wohnten Buchdrucker und die meisten Leser Luthers. Scheinbar unaufhaltsam breitete sich die Reformation aus. Die meisten Bischöfe bekämpften die Reform, denn sie fürchteten um ihre Privilegien. Nur die Landesherren hatten genügend Macht, die neue Religion durchzusetzen. Sie vertrieben die Bischöfe und Äbte, schlossen die Klöster und übernahmen den geistlichen Landbesitz. Zentrale Kirchenbehörden wurden eingerichtet, Schulen gegründet, Bischöfe und Priester in der neuen Lehre ausgebildet. Ganz Mitteleuropa wäre von der protestantischen Bewegung erfasst worden, wenn nicht Kaiser Karl V. in die deutschen Verhältnisse eingegriffen hätte. Ein Abwehrbündnis entstand. Die Ausbreitung der neuen Kirche fand ihr Ende. Nur in der Schweiz und im Nordwesten des Reiches setzten die radikaleren Calvinisten die Reformation weiter fort. In der Mitte des 16. Jahrhunderts war das Reich in 3 große Konfessionen gespalten und die alte Glaubenseinheit zerstört. Die meisten Menschen lebten in kleinen Dörfern auf dem Lande. Von Sonnenaufgang bis zur Abenddämmerung bestellten sie ihre Felder. Im Winter und Frühjahr musste die Saat in den Boden. Mit Gottes Hilfe konnte man im Sommer ernten. 4 Tage in der Woche arbeiteten die Bauern für sich, 2 Tage für den Grundherrn. Sonntags gingen sie zur Kirche, wenn es eine gab in ihrer Nähe.
Die Bauern wussten nichts von Katholiken, Protestanten, Calvinisten. Weit weg in den Städten zerstritten sich die gescheiten Leute. Auf dem Lande aber führte man einen Kampf um das tägliche Brot. Manchmal kamen hohe Herren aus der Stadt in ihre Dörfer. Sie befahlen, mitten im schönsten Erntewetter zur Kirche zu kommen. Sie seien Visitatoren und würden nur einige Fragen stellen. Die Bauern kamen. Ja, sagten sie, der Priester lebe mit seiner Köchin zusammen. Nein, das Vaterunser habe er noch nie gesprochen. Aber er sei ein großer Freund des Messweines. Dann gingen die Bauern wieder an ihre Arbeit. Ihr Pfarrer aber wurde mit seiner Köchin verheiratet und im lutherischen Sinne umgeschult. In allen lutherischen Ländern prüften die Visitatoren, wie weit die Reformation gediehen war. Die Zustände erschienen schlimmer als vorher, denn die Bauern und Priester wussten nicht, was das ist, Reformation. Sie brachten alles durcheinander. Man schickte Lehrer in ihre Dörfer, sie sollten endlich lesen und schreiben lernen, um Luthers Glaubenslehre auswendig aufsagen zu können. Die Bauernsöhne und auch die Töchter verließen die Felder und gingen zur Schule. Sie brachten dem Lehrer etwas Korn mit, dazu Brot und Eier, das war das Schulgeld. Ein Lehrer war noch viel ärmer als ein Bauer, der jedenfalls nicht hungern musste. Mit den neuen Lehrern und Pfarrern kam die Musik ins Dorf. Luther hatte sie geschrieben. Zunächst hörten die Kinder eine Predigt an. Jeden Tag von 12 bis 13 Uhr sangen sie unter Aufsicht des Pfarrers Choräle, Motetten und kleine Stückchen für den kirchlichen Gebrauch. Dann folgte eine Stunde lang Katechismus. Luther hatte den Bauern gesagt, alle Menschen seien gleich. Die Kirche habe keine weltliche Gewalt mehr. Adlige Ritter und Fürsten seien böse Buben und tolle Narren. Man müsse ihnen nicht gehorchen. Er hatte Gerechtigkeit gepredigt und die Befreiung des Einzelnen. Man solle sein Vertrauen in Gott setzen und endlich mündig werden. Als die Bauern von Freiheit hörten, meinten sie die Freiheit von leiblicher Abhängigkeit, von Fron und Abgaben. Gleichheit bedeutete für sie gleiches Recht. Im Jahre 1525 bewaffneten sie sich mit Knüppeln, Sensen und Spießen und begannen, Schlösser zu plündern und Klöster niederzubrennen. In riesigen Haufen verheerten sie das Land ihrer Herren mit dem Ruf nach Freiheit. Sie wurden totgeschlagen und Luther sah es mit an. Diese Freiheit hatte er nicht gemeint. Il Gesù in Rom ist die Mutterkirche des Jesuitenordens. Hier liegt Ignatius von Loyola begraben, der den Orden gründete. Mit Waffengewalt allein ließ sich der katholische Glaube nicht durchsetzen. Das wusste Ignatius. Er wollte die Menschen überzeugen, dass das wahre Christentum nur in der alten katholischen Kirche gelebt werden könne. Die Missstände in dieser Kirche, die zu Luthers Reformation geführt hatten, leugnete Ignatius nicht. Man unterweise die Priester in der richtigen Lehre, predige wieder überzeugend und betreibe Seelsorge. Nur dann sei die alte Kirche und das Papsttum zu retten. Ignatius und seine Jesuiten wirkten auf die an ihrer Kirche Zweifelnden wie eine Befreiung. Peter Paul Rubens hat diese Empfindung auf einem großen Altarbild gemalt. Ignatius steht wie ein Erleuchteter über den Gläubigen. Unheilbar Kranke, Epileptiker und Irrsinnige erhoffen Heilung. Ignatius vollbringt das Wunder. Er treibt die Dämonen aus den Besessenen und befreit die Geplagten von all ihren Leiden. Die Teufel entfahren den gequälten Leibern. Um jede einzelne Seele kämpft die Jesuiten. Vor allem um diejenigen, die vom schrecklichen Geist Luthers befallen waren. Eine umfassende Reinigungsbewegung lief durch die katholische Kirche. Der Papst selbst trieb die Erneuerungen voran. Er rief die Bischöfe der Welt nach Trient in Italien zu einem Konzil. Um alle Religionsfragen, die das 16. Jahrhundert bewegten, wurde gerungen. Die katholische Kirche grenzte ihre Glaubenssätze präzise von den protestantischen Lehren ab. Die Kirchenführung wurde fortan unter römischer Leitung in besonderen Hochschulen ausgebildet. Einfache Priester mussten Seminare besuchen, die von Jesuiten eingerichtet wurden. Das Trienter Konzil befestigte das Papsttum. Deshalb geriet die katholische Kirche später nicht in dem Ausmaß wie die protestantische in die Abhängigkeit der weltlichen Landesherren. Selbstbewusst verließen die Konzilsteilnehmer 1563 Trient. Sie waren entschlossen, sich der Ausbreitung des protestantischen Glaubens zu widersetzen und den Kampf gegen die lutherischen Ketzer aufzunehmen.
Ingolstadt war eine der wenigen Hochburgen des alten Glaubens in Deutschland. Das Liebfrauenmünster gehörte zur Jesuitenuniversität. Im Jahre 1572 wurde ein neuer Altar aufgestellt. Beim Gottesdienst blickten die Studenten auf ein prächtiges Mariengemälde. Von Heiligen umgeben, schwebt Maria in einer himmlischen Sphäre. Unter ihr auf der Erde hat sich eine fürstliche Familie zum Gebet versammelt. Der Herzog von Bayern, Albrecht V., im Kreise seiner kleinen Kinder, Karl und Friedrich, seiner Ehefrau Anna und der Tochter Maria. Dieses Gemälde war ein Kampfbild. Zu viele Deutsche bekannten sich zu Luther. Der Bayer aber stritt für die katholische Sache, für Maria. Die Frauenkirche in München hatten stolze Bürger im Mittelalter gebaut. Um 1600 waren sie arm. Der bayerische Herzog forderte hohe Steuern. Er ließ Bürgerhäuser abreißen und dafür Kirchen errichten. Maximilian I., ein Enkel Albrechts, besaß die größte Residenz des Reiches. Er wollte Bayern zu einem katholischen Musterstaat formen. Über einen großzügig angelegten Treppenaufgang führte der Herzog die Besucher seiner Residenz in den Festsaal des oberen Geschosses. Maximilian demonstrierte eine Kultur, wie sie nicht einmal im kaiserlichen Wien gepflegt wurde. Seine Gäste sollten spüren, dass Bayern eine führende Rolle in Europa beanspruchte. Sie schritten an Karl dem Großen vorbei, den man wahrhaftig für einen Ahnherrn der bayerischen Herzöge hielt. Dann fiel der Blick auf Ludwig den Bayern. Er war im 14. Jahrhundert Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewesen. Solche Vorfahren verpflichteten Maximilian zu großen Taten. Seinen Festsaal hielt er bei allem Glanz im Detail bescheiden. Frühmorgens um 4 Uhr sitzt Maximilian über seinen Akten. Er befiehlt allen Untertanen, jeden Sonntag zur Kirche zu gehen. Wer flucht, wird mit Zungenausreißen bestraft. Wiederholter Ehebruch führt zur Enthauptung. Spitzel kontrollieren das Volk, die Adligen und die Bischöfe. Maximilian will seine Bürger zu vorbildlichen Katholiken erziehen. Wie brennende Kerzen, so der Herzog, verzehre er sich, um anderen zu leuchten. Er verbessert die Verwaltung. Die Staatskasse füllt sich, was auch dem Heer nützt. Maximilian führte Bayern an die Spitze des Reiches. Die Jesuiten halfen ihm. Petrus Canisius hatte in München ein Kolleg gegründet. Seine Schulen boten kostenlosen Unterricht und ausgezeichnete Lehrinhalte, vom Sport über modernen Ackerbau bis zur Philosophie. Canisius schrieb seinen kleinen Katechismus für die Jugend des Landes. Die jüngsten Schüler lasen den kleinsten Katechismus und die Studenten den großen. Diese Bücher sollten Volk und Adel im katholischen Glauben festigen. 300 Jahre lang blieb der Canisi das maßgebliche Schulbuch im katholischen Deutschland. Zum ersten Mal waren in klarer und schöner oberdeutscher Sprache Glaubensbekenntnis, Gebete und Gebote dargestellt. Der helle Glanz christlicher Wahrheit, heißt es im Vorwort, durchscheine Land und Leute. 1601 unternahm Maximilian von Bayern einen letzten Versuch, Katholiken und Protestanten zusammenzuführen. Jesuiten aus Ingolstadt vertraten die altgläubige Seite gegen die gesamte protestantische Gelehrsamkeit. Man diskutierte auf Latein, was dazu führte, dass die Schimpfwörter gebildeter klangen. Versipellis, Wechselbalg, schleuderte ein Jesuit seinem Gegenüber ins Gesicht, der mit Antichrist antwortete. Das Gespräch wurde abgebrochen. Prag, die Hauptstadt Böhmens, am 23. Mai 1618. Eine Revolution bricht aus. Radikale Protestanten und wie in Holland Calvinisten stürmen zum Palast des böhmischen Herrschers. Der König ist nicht anwesend. Er regiert gleichzeitig als Kaiser des Deutschen Reiches in Wien. Auf Gewalt ist die Burgbesatzung nicht vorbereitet. Die Anführer der heranstürmenden Protestanten sind angesehene Leute. Aber diese Männer reden nicht lange. Mit dem Ruf nach Freiheit von der kaiserlich-habsburgischen Unterdrückung packen sie drei kaisertreue Beamte und werfen sie aus dem Fenster. Ein Misthaufen unten rettet den Unglücklichen das Leben. Dieser Prager Fenstersturz hatte unabsehbare Folgen. Die Böhmen befreien sich vom habsburgischen König und suchen einen neuen. Der Kurfürst von der Pfalz in Heidelberg ist bekannt als Vorkämpfer für die protestantische Sache und als Gegner des Kaisers.
Pfalzgraf Friedrich V. aus Heidelberg lässt sich 1619 in Prag zum böhmischen König erheben. Am selben Tage brechen in Ungarn und später in Österreich weitere Aufstände gegen die Herrschaft des katholisch-habsburgischen Kaisers aus. Seit langem wurden die Kaiser von den 7 Kurfürsten gewählt. Dieses Kolleg war konfessionell gespalten. Brandenburg gehörte ebenso wie Sachsen und die Rheinpfalz mit seinem Grafen Friedrich V. zur protestantischen Partei. Auf katholischer Seite standen 3 geistliche Fürsten, die Erzbischöfe von Köln, Trier und Mainz. Den Ausschlag bei einer Kaiserwahl gab die Stimme Böhmens, das bisher zur katholischen Richtung gehörte. Nun aber ist Friedrich V. böhmischer König und die Protestanten verfügen über die Mehrheit im Kolleg der Kurfürsten. Diese Lage ist für das katholische Kaiserhaus in Österreich unerträglich. Bei der nächsten Wahl wäre es um ihr Kaisertum geschehen. Am 18. November 1620 sitzt König Friedrich V. in seiner Prager Burg zur Tafel. In derselben Stunde verbluten seine Soldaten vor den Toren der Stadt am Weißen Berg. Sie kämpfen eine Stunde lang vergebens. Ein übermächtiges katholisches Heer erobert Böhmen für den Kaiser zurück. Die siegreichen Soldaten stammen aus allen Ländern Europas. Ihren Sold erhalten sie allein vom bayerischen Herzog. Maximilian zahlt für den in Geldnot geratenen Kaiser. Er hofft auf großzügige Entschädigung. Am Tag nach der Schlacht rücken die Sieger in die Hauptstadt ein. Ein Prager berichtet, den elenden Zustand all hier kann man nicht beschreiben. Das Morden hat kein Ende. Es verrät ein Nachbar den anderen. Sie zwingen die Leute zum Geldgeben. Wo nichts ist, so sind sie ihres Lebens nicht sicher. Auf Befehl des Kaisers werden 24 prominente Adlige und Bürger nach einem Schauprozess öffentlich enthauptet und dann gevierteilt. 3 weitere werden gehängt. 3/4 aller böhmischen Ländereien wechseln in die Hände kaisertreuer katholischer Zuwanderer über. 150.000 Deutsche und Tschechen werden vertrieben. Niemand in Böhmen wagt jemals wieder eine Revolution. Friedrich V. floh nach Holland. Maximilian triumphierte. Vom Kaiser erhielt der Bayer als Anerkennung für seine Hilfe die Kurwürde, die Friedrich von der Pfalz aberkannt worden war. Dann präsentierte der Herzog eine Rechnung von 12 Millionen Talern Kriegskosten. So viel Geld besaß der Kaiser nicht. Als Pfand übertrug er Bayern die Oberpfalz, die Friedrich bis dahin gehörte. Der kaiserlichen Willkür setzten die Protestanten Gewalt entgegen. Der Krieg ging weiter. Die Soldaten Maximilians und seiner Verbündeten trieben die Anhänger Friedrichs V. vor sich her Richtung Norden. Ein Beamter des bayerischen Herzogs erklärte, nun muss man dasselbe tun, was Karl der Große einst getan, als er das ganze Land vom Heidentum zum rechten Glauben geführt hatte. Alle Kirchenglocken im eroberten Feindesland gehörten dem Artilleriemeister. Er schmolz die Bronzestücke um zu Kartaunen, Haubitzen und Mörsern. Auf 1000 Soldaten kamen 5 Geschütze, jedes bis zu 50 Zentner schwer. Gezielt wurde nach Tabellen über Kimme und Korn. Beim waagerechten Kernschuss genügte das Auge. Der Göllschuss war so gerichtet, dass die gusseiserne Kugel vor dem Feind aufprallte, weiterrollte und Breschen in die gegnerischen Haufen riss. Reichweite 1500 Meter. Durchschlagskraft 80 Zentimeter Eichenholz. Man feuerte Hohlkugeln mit Sprengladungen, Brandkugeln und Geschosse mit gehacktem Blei. Verletzungen wurden mit kochendem Öl behandelt. »1625 tritt Wallenstein auf. Er war reichster Mann Böhmens geworden durch die Enteignung der Protestanten. Wallenstein bietet seinem Kaiser an, ein Heer aufzustellen.
Deutschland soll ein Staat sein unter Führung des Kaisers. Hocherfreut lässt der Kaiser den Wallenstein gewähren. Er möchte nicht in zu starke Abhängigkeit von Bayern geraten. Potzblut, wie haben wir gesoffen! Wallenstein bietet den Soldaten freies Leben und hohen Sold. Wallenstein nimmt jeden auf. Gesellen mit ihren Frauen, Bauernburschen, Reiter aus Griechenland, polnische Husaren und Kosaken. 24.000 Mann. Jeder frei von Steuerlasten, jeder mit eigener Waffe und reichlich Abenteuerlust. Wer sich für gutes Geld anwerben lässt, gehört dazu. Er hat Teil am Ansehen der adligen Offiziere, die auf den überragenden Feldherrn Wallenstein schwören. Kinder laufen im Lager herum. Jahrelang ziehen sie hinter den Regimentern ihrer Väter her. Gemeinsam mit vielen durch den Krieg Entwurzelten, den Händlern, Knechten, Dirnen, Marketenderinnen und allen, die von der Beute der Soldaten profitieren. Die Bagage ist oft größer als die Truppe. Man rechnet mit einer Marschleistung von 6 Kilometern am Tag. Wallenstein schafft einmal 3 Wochen lang jeden Tag 30 Kilometer. Ans Ziel kommt nur ein Viertel seiner Streitmacht. Der Rest ist an Entkräftung gestorben oder desertiert. Zwischen 1620 und 1630 erobern die katholischen Mächte nahezu ganz Deutschland. Ihre Gegner finden keine gemeinsame Politik. Einige leisten Widerstand, andere bleiben neutral. Mancher protestantische Fürst verbündet sich sogar mit dem Kaiser, weil ihm Land versprochen wird. Je länger der Krieg dauert, desto weniger ist von Religion die Rede. Dass Wallenstein nach Norddeutschland vordringen kann, ist auch seinem Stabschef zu verdanken, einem Protestanten. Misstrauisch verfolgt das Ausland die Entfaltung kaiserlicher Macht. 1628 hat sie den Norden erreicht. Nun drängt Wallenstein zum Frieden. Jenseits der Ostsee drohen die Schweden mit einem Angriff. Der kaiserliche Feldherr weiß, dass das protestantische Schweden eine Vorherrschaft der katholischen Habsburger im Norden nicht hinnehmen kann. Aber sein Kaiser verschärft die Spannungen. Er will die eroberten Bischofssitze mit Freunden besetzen, um seine Macht noch weiter zu steigern. Im Juli 1630 erscheint auf Usedom der schwedische König mit 12.000 Soldaten. Gustav Adolf befehligt abgehärtete Nordländer, die auch im Winter kämpfen können. Der König will ein schwedisches Imperium errichten. Er führt Krieg mit Polen und fürchtet, der deutsche Kaiser könne eingreifen und die schwedische Vormacht beenden. Nach seiner Landung lässt Gustav Adolf verbreiten, er käme, Deutschland vom katholischen Joch zu befreien. Sein Bündnis mit einem Katholiken verschweigt er. Kardinal Richelieu, ein Staatsmann mit vielen Gesichtern, leitet Frankreichs Politik. Richelieu übernimmt einen Teil der Kosten für die schwedische Kriegführung. Er hilft jedem Gegner des Kaiserhauses, denn Frankreich ist ringsum von habsburgischen Ländern bedroht. Von Usedom aus dringt die schwedische Armee nach Süden vor. Sie schießt 3-mal schneller als der Feind und ist viel besser ausgebildet. Die Schweden treiben die Kaiserlichen unter schweren Kämpfen zurück. Damit beginnt ein einzigartiger Siegeslauf Gustav Adolfs nach Süden. Dennoch jubeln nicht alle Protestanten, denn Gustav Adolf lässt sich den Krieg hoch bezahlen. Er verspricht, die Freiheit der Fürsten zu achten, aber darf man ihm trauen? 1 Jahr nach seiner Landung erobert der Schwede Bayern. Sogar Frankreich ist besorgt. Wohin wird sich Gustav Adolf nun wenden? Richtung Osten, nach Österreich und Böhmen? Oder Richtung Westen, auf den Rhein zu? Frankreich rüstet auf, spanische Truppen greifen ein und der Krieg geht weiter. Am meisten litten die Bauern. Die Soldaten waren die Teufel. Sie plünderten die Häuser aus, raubten Vorräte und Saatgut, schlachteten das Vieh und stampften alles Korn auf den Feldern nieder. Wenn es ihnen gefiel, verbrannten sie Dörfer und Menschen. Manche Region in Deutschland wurde völlig verwüstet. Die Söldner erhielten oft keinen Lohn und mussten sich auf eigene Faust in der Fremde ernähren. Ihre Vorgesetzten unternahmen nichts gegen diese Gewalttaten. War das Land ausgezehrt, konnte es vom Feind nicht mehr besetzt werden. 1632
marschiert Wallenstein mit 30.000 Mann nach Sachsen. Er will Gustav Adolf von seinen Verbündeten abschneiden. Am 14. November steht er bei Lützen zwischen Leipzig und Naumburg. Der Winter ist nah. Wallenstein sucht Quartiere für seine Soldaten. Er rechnet nicht mit einem Angriff der Schweden und lässt Teile seiner Armee abrücken. Zwei Tage später erscheint das Heer Gustav Adolfs. Eine Schlacht ist unvermeidlich. Wallenstein schickt seinem bereits abziehenden General Graf Pappenheim einen Eilbefehl. Der Feind marschiert hereinwärts. Der Herr lasse alles stehen und liegen und inkaminiere sich herzu mit allem Volk. Pappenheim steckt das Schreiben ein, springt zurück und wirft sich gegen die Schweden. Er wird tödlich getroffen und stürzt vom Pferd. Als man den Brief aus dem Waffenrock herauszieht, ist er von Blut durchtränkt. Die dunklen Flecke sind noch heute sichtbar. Gustav Adolf reitet mit der Reserve seinem linken Flügel zu Hilfe. Da zerschmettert ein Musketenschuss seinen linken Arm. Er kann sein Pferd nicht zügeln und es prescht davon, mitten in die kaiserlichen Truppen hinein. Die Feinde können dieses Glück nicht fassen. Sie zücken ihre Säbel, bereit auf den Schweden einzuschlagen. Gepanzerte Reiter umringen ihn, es gibt kein Entkommen. Der König bemerkt sein Verhängnis zu spät. Er ist kurzsichtig und kann sich nicht wehren. Es wird geschossen und gestochen, bis Gustav Adolf tot ist. Später findet man seine unbekleidete Leiche auf dem Acker liegend. So jedenfalls soll es gewesen sein. Die Schlacht bei Lützen endete unentschieden. Bei den Soldaten konnte man aufsteigen. Wallenstein hatte das bewiesen. Nach seinen glänzenden Siegen nahm er in Eger in Böhmen Quartier. Er wollte einen Frieden mit den Schweden abschließen und er begann, Kriegsgefangene freizulassen. In der Sturmnacht vom 25. Februar 1634 brechen kaiserliche Offiziere die Tür auf und dringen in das Haus. Wallenstein, dieser Verräter, muss sterben, brüllen sie den Wachen entgegen, die Widerstand leisten. Aber der Überfall ist gut vorbereitet. Nach kurzem Handgemenge sind die Wachen niedergemacht. An den Sterbenden vorbei springt der kaiserliche Hauptmann Deveroux die Treppe hinauf in Wallensteins Gemach. Und da steht er, Wallenstein, hastig angekleidet. »Du schlimmer, alter, meineidiger, rebellischer Schelm«, ruft der Mörder seinem Opfer zu und stößt dem Gnadeerflehenden die Hellebarde in den Körper. Der Kaiser deckte den Mord. Er war überzeugt, sein General hatte mit dem Feinde verräterische Absprachen getroffen. Der Kaiser aber wollte den Krieg bis zum endgültigen Sieg fortsetzen. Bei Nördlingen wurde am 5. September 1634 die letzte große Schlacht geschlagen. Am Ende war die schwedische Streitmacht vernichtet. Die Vormachtstellung der Habsburger in Europa schien wieder gefestigt. Deshalb trat Frankreich offen in die Kämpfe ein. Jahre noch überzogen die Armeen das ausgeblutete Deutschland. Endlich nach 30 Jahren Krieg kam der Frieden. Am 15. Mai 1648 öffnete sich die Tür des Rathauses in Münster zu einer feierlichen Zeremonie. Die Gesandten des spanischen Königs und die Vertreter der Vereinigten Niederlande versammelten sich zur Unterzeichnung eines Vertrages. 80 Jahre lang hatten die nördlichen Provinzen um ihre Freiheit gekämpft. In Münster erhielten sie die volle und endgültige Anerkennung als freie und souveräne Staaten. Der spanische König verzichtete auf seinen Herrschaftsanspruch für alle Zeit. Der Maler Terborch war damals anwesend. Er hielt den erhabenen Augenblick fest, als die Niederländer ihre Hände zum Schwur erhoben. Zur selben Zeit verhandelten in Münster und Osnabrück die Gesandten des Kaisers, Frankreichs, Schwedens, Dänemarks und die Vertreter der katholischen und protestantischen Reichsstände. Alle Konflikte sollten gelöst werden. Das Gleichgewicht der europäischen Mächte, das Verhältnis des Kaisers zu den deutschen Territorien und die Religionsfrage. Am 24. Oktober 1648 besiegelten sie den Westfälischen Frieden. Für Deutschland war er ein Reichsfundamentalgesetz und für Europa eine Friedensordnung auf der Grundlage gleichberechtigter Staaten.
Einige Territorien, die seit Jahrhunderten zum Reich gehört hatten, erlangten 1648 ihre Unabhängigkeit. Neben den Niederlanden trennte sich auch die Schweizer Eidgenossenschaft vom Kaiser. Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts hatten die Schweizer um ihre Unabhängigkeit vom Habsburger Herrscher gerungen. Kleine Gebiete am Rhein erhielten die Franzosen. Diese Länder im Elsass boten Frankreich später den Vorwand für seine Expansion nach Osten. Schweden bekam Teile des Reiches im Norden, Vorpommern, die Stifte Bremen und Verden sowie einige Städte. Spanien behielt nach wie vor die südlichen Niederlande und einen Teil des alten Burgund. Frankreich erwarb lothringische Bistümer als Entschädigung für seine Kriegskosten. Der Frieden schwächte den Kaiser. Als Erzherzog von Österreich griff er über die Reichsgrenze hinaus nach Südosten. Die Hohenzollern in Brandenburg-Preußen wollten aus ihrem Streubesitz einen Gesamtstaat formen. Was der Kaiser davon hielt, interessierte sie nicht. Nach 1648 bestand das Reich aus über 300 selbstständigen Herrschaftsgebieten. Die kleinsten umfassten nur einige Dörfer. Deutschland war endgültig in eine Vielzahl von machtvollen Landeshoheiten zersplittert. Auch der Streit der Religionen wurde beigelegt. Im Norden erhielten die Protestanten ihre Besitztümer zurück. Der Süden und Westen blieb weitgehend katholisch. Niemand hatte noch ein Interesse, um religiöser Überzeugungen willen Krieg zu führen. Der Calvinismus wurde als gleichberechtigt anerkannt. Religion und Politik waren versöhnt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg lagen weite Ländereien brach. Erst allmählich wanderten Neusiedler in die verödeten Gebiete. Sie erhielten Land und brauchten keine Steuern zu zahlen. Mecklenburger und Österreicher strömten nach Brandenburg, Pfälzer nach Bayern und böhmische Protestanten nach Sachsen. Diese Bevölkerungspolitik war eine der großen Leistungen der Landesfürsten. 1699 standen zwischen Weser und Diemel Fischerhäuser. 20 Jahre später erhob sich hier eine Stadt, Karlshafen. Der Landgraf Karl von Hessen hatte befohlen, Rhein und Weser durch einen Kanal zu verbinden. Als Ausgangspunkt sollte eine große Handelsstadt für Textilprodukte entstehen. Karl von Hessen ließ erste Häuserblöcke errichten, aber es fehlten noch Siedler. Deswegen warb der Landgraf im Ausland um Fachleute für Textilien. Aus Frankreich kamen 200 Erwachsene und 70 Kinder, die dort wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Diese Hugenotten richteten ihre Strumpfwebstühle ein und das Gewerbe kam in Schwung. Der wirtschaftliche Erfolg Karlshafens nutzte auch dem Landesherrn. Geld war die Grundlage für Macht. Die Fürsten konnten nicht ohne weiteres die Steuern anheben, denn seit dem Mittelalter besaßen Adlige und Städte Freibriefe und Privilegien. In der Reichsstadt Goslar bestimmten die Bürger unabhängig über Steuern, Justiz und Verteidigung. Aber die Fürsten besaßen Soldaten. Sie zwangen die freien Stadtbürger zum Gehorsam und machten aus ihnen Untertanen. Die Handwerker wehrten sich entschieden gegen jede Minderung alter Rechte. Zunftzeichen erinnerten an ihre große Vergangenheit. Aber den Schustern und Schlachtern, den Ofensetzern, Schlossern und Hutmachern ging es im 18. Jahrhundert schlechter. Ihre Zunftwirtschaft war veraltet. Konkurrenz ließen sie nicht zu. Jeder Meister sollte ein sicheres Auskommen haben. Die Zünfte waren dem neuen Kapitalismus nicht gewachsen. Der moderne Unternehmer nutzte die Not der Kleinbauern aus, die von Landwirtschaft allein nicht leben konnten und auf einen Zuverdienst angewiesen waren. Er beschäftigte nicht selten Tausende von Arbeitskräften. Als sogenannter Verleger lieferte er den Bauern Leinen, Wolle oder Baumwolle direkt ins Haus und gab ihnen eine Zeit vor, in der sie diese Rohstoffe weiter zu verarbeiten hätten. Die Webstühle mussten die Bauern häufig selbst bezahlen, so sparte der Verleger Betriebskosten. Nach Ablauf der Frist holte er die fertigen Tuche ab und verkaufte sie mit höchstem Gewinn als Massenware auf internationalen Märkten. Die Unternehmer errichteten Großbetriebe. Manchen Auftrag vergaben die Landesherren. Sie trieben Handel und Gewerbe voran, um den Vorsprung der westeuropäischen Staaten aufzuholen. Zwei Menschenalter nach dem Dreißigjährigen Krieg war der Erschöpfungszustand in Deutschland überwunden. Die Herrlichkeit des Himmels umfing die Mönche in ihrer Klosterkirche Wildenburg. Wenn der heilige Georg im Kerzenlicht aufleuchtete,
gleich einer Vision jenseitiger Schönheit, wenn Weihrauchduft den farbigen und bewegten Raum durchzog und festliche Musik erklang, dann war der Mensch in einer anderen Welt. In ergreifenden Klängen schildert Georg Friedrich Händel den Leidensweg des Jesus von Nazareth bis zum Kreuz von Golgatha. Die Melodie des Messias berührte die Seelen der Menschen. Ihre Herzen öffneten sich der christlichen Botschaft von der Erlösung und dem ewigen Leben. Händels Musik rührte an den Grundlagen menschlichen Daseins. Im Zauber seiner Melodien vergingen Zweifel und Lebensangst, die Rembrandt gemalt hatte. Aus Italien und Frankreich kam der Barock nach Deutschland. Eine Kunst voller Lebensfreude, leicht, anmutig und doch festlich und repräsentativ. Der Markgraf von Bayreuth ließ in beschaulicher Landschaft ein kleines Gartenschloss errichten. Hier wohnte die höfische Gesellschaft, wenn sie Natur genießen wollte. Friedrich, der Vielgeliebte, herrschte mit seiner Gemahlin Wilhelmine über ein kleines Staatsgebilde. Aber er fühlte sich wie Ludwig XIV. Von Frankreich als wahrer Sonnenkönig. Vor seinem Schlösschen sprudelten allerlei Wasser in künstlich angelegten Becken, an deren Rändern Tritonen standen, muschelblasende Sagenfiguren. Friedrich und Wilhelmine bewiesen Geschmack. Sie brachten Kultur ins Land. Es gab Schlösser und Gärten, ein Theater, eine Universität und ordentliche Straßen. Die Schulden interessierten nicht. Soldaten errichteten das Belvedere des Prinzen Eugen in Wien. Der kaiserliche Feldherr verschaffte seinen arbeitslosen Veteranen Beschäftigung für Jahrzehnte. Bauen war für Prinz Eugen eine soziale Verpflichtung. Aber es war auch die Darstellung eines neuen Selbstbewusstseins der Deutschen. Wagner von Wagenfels, der Geschichtslehrer des Kaisers, brach in Jubel aus. Die deutsche Kunst und Geschicklichkeit hat in den Gemütern aller einen herrlichen Sieg erhalten. Auch der Preußenkönig liebte Kultur, wenn sie nichts kostete. Wir sind König und tun, was wir wollen, erklärte Friedrich Wilhelm I. und malte sein Porträt mit eigener Hand. Hofkünstler waren zu teuer. Nachdem er 1713 den Thron bestiegen hatte, verkaufte er den Krönungsmantel seines Vaters, das wertvolle Porzellan und das Tafelsilber. Nutzlose Höflinge wurden entlassen. Aus dem Erlös bezahlte er die Schulden seines Vaters. Bei der Armee sparte der König nicht. Im Schloss Charlottenburg hängen 49 Porträts von Offizieren, die Friedrich Wilhelm als Kronprinz befehligt hatte. Er machte aus seinen Soldaten die Besten Europas. Ihr Verteidigungsauftrag schien kaum lösbar, denn Brandenburg-Preußen bestand aus einer Reihe von Ländern, die keine Verbindung zueinander hatten, für Militärs beängstigend. Das menschenleere Preußen brauchte mehr Soldaten. Im Ausland, in Sachsen oder Bayern, gab es genug kräftige Männer, wie geschaffen für den Soldatenberuf. Preußische Werber geben Freibier aus, das lockt junge Burschen herbei. Lustig tanzen sie zur Musik und zechen vergnügt vor sich hin. Auf dem Tisch erblicken sie haufenweise Münzen. Bedient euch, ruft der Preuße. Schnell einstecken, denkt der Berauschte, ohne zu wissen, dass er Handgeld angenommen hat. Dadurch ist er Rekrut geworden und verpflichtet, ein Leben lang als Soldat zu dienen. Wieder nüchtern wird er abgeführt und zum Eid auf den preußischen König gezwungen. Als Vorgesetzte gewann Friedrich Wilhelm die Gutsbesitzer. Nur Adlige durften Offiziersschulen besuchen. Eine Entschädigung dafür, dass sie auf ihre Mitsprache in der Staatsführung hatten verzichten müssen. Nach ihrem Dienst wurden sie Beamte in zentralen Behörden. Die Verklammerung von Adel, Militär und Verwaltung machte aus Preußen einen funktionierenden Militärstaat mit Friedrich Wilhelm an der Spitze. Sein Sohn liebte mehr das Musizieren als das Marschieren. Kronprinz Friedrich führte seit 1736 im märkischen Landschloss Rheinsberg ein freies, glückliches Leben, weit ab von Berlin und seinem strengen Vater. Vor einem Freundeskreis von Künstlern und Schöngeistern führte er selbst komponierte Flötenkonzerte auf. Auf Spaziergängen diskutiert die Gesellschaft brisanteste Fragen. Mit welchem Recht haben sich die Fürsten über alle anderen Menschen gestellt? Hat Gott selbst sie eingesetzt?
Oder sind sie nichts weiter als Usurpatoren der Macht? Nur mit vernünftigem Denken schien die Erkenntnis der Welt möglich. Wie die modernen Philosophen Westeuropas war Friedrich überzeugt, alle Menschen seien von Natur aus gleich. Der Sinn von Herrschaft sei, die Freiheit des Einzelnen und das Wohl aller zu schützen. Ein Fürst sei Diener, nicht aber Besitzer des Staates. Dass ein Königssohn solche Gedanken äußerte, war außergewöhnlich. Zedlers Universallexikon war eine Art Bibel für den freidenkenden Bürger. Hier stand geschrieben, der Mensch sei eine von Gott erdachte biologische Maschine und funktioniere nach mathematischen Gesetzen. Bücher wie diese wirkten wie eine Revolution im Denken. Kritik an der politischen Ordnung war verboten. Jede Schrift wurde, wie der Zedler, von der Zensur kontrolliert. Auch Kronprinz Friedrich verfasste ein Buch. Nicht in Preußen, in Holland erschien sein Anti-Machiavell. Dieses Werk handelt von der richtigen Staatsführung. Wir werden ohne Ketten geboren, also begehren wir auch ohne Zwang zu leben, schreibt er auf Französisch, der Sprache der Höfe. Ein König soll das Leben seiner Untertanen verbessern, er soll die Wissenschaften fördern und das Recht und in allem ein Vorbild sein. 1740 wird dieser Menschenfreund König von Preußen. Unverzüglich schafft er die Folter ab und lockert die Pressezensur. Jeden Tag ein neuer Befehl, keine Brutalität mehr bei der Soldatenwerbung, Erneuerung der Akademie der Wissenschaften, Geld für die Bedürftigen. Aufsehen erregt seine Toleranz im Religiösen. Die Religionen müssen alle toleriert werden und muss der Fiskal nur das Auge darauf haben, dass keine der anderen Abbruch tue. Denn hier muss ein jeder nach seiner Fasson selig werden. Ein Philosophenfürst sitzt auf dem Thron. Aber dann ergreift Friedrich die Sucht nach Ruhm. Meine Herren, ich unternehme einen Krieg. Recht und Anstand gelten ihm nichts mehr. Gewährte Jakob Fugger dem spanischen König Karl einen Kredit von einigen hunderttausend Gulden. Mit diesem Geld konnte Karl die deutschen Kurfürsten bestechen und sich von ihnen zum neuen Kaiser wählen lassen. Fugger wusste, diese Wahl würde ihn noch reicher machen. Augsburg, geschlossene Gesellschaft. Im Festhaus tanzen die oberen Geschlechter. Fugger, Welser, Paumgärtner, Hochstädter. Große Familien, märchenhaft aufgestiegen. Sie vergeben Kredite und erhalten dafür Bergwerke. Sie besitzen alle Kupfer- und Quecksilberminen in Europa. In ihren Gießereien und Hüttenwerken sind Zehntausende von Lohnarbeitern beschäftigt. Wie moderne Unternehmer führen sie gewaltige Wirtschaftsimperien. Geld soll sich vermehren, die Preise müssen hoch, die Löhne niedrig bleiben. Mit ihrem Profitdenken sind sie die ersten Kapitalisten in Deutschland. Albrecht Dürer warnt in seinen Bildern die Reichen und die Mächtigen. Bedenkt das Ende der Welt. Im letzten Buch des Neuen Testaments hat Johannes geschrieben, und es kam einer von den sieben Engeln und sprach zu mir, komm, ich will dir zeigen das Urteil der großen Hure. Sie ist gefallen, Babylon, die große Hure. Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen über sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Die Ware des Goldes und Silbers und die Perlen und Weizen und Vieh und Leiber und Seelen der Menschen. Die Händler solcher Ware werden stehen vor Furcht ihrer Qual, weinen und klagen, denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Die Menschen warten auf das jüngste Gericht. An diesem Tage wird der Herr die Auserwählten von den Verdammten scheiden. Und vor dieser Abrechnung fürchten sich auch die Reichen. Überall in Europa, vor allem aber in Deutschland, werden in den Kirchen große Truhen aufgestellt. Mit Geld sollen sich die Sündigen von ihrer Schuld freikaufen. Jedem, der zahlt und seine Verfehlungen bereut, verspricht der Papst einen Ablass von den Strafen im Fegefeuer. Wer der Kirche spendet, erhält einen Beichtbrief. Die meisten Gläubigen waren sicher, sie könnten mit solch einer Urkunde das ewige Heil erkaufen. Sich selbst, aber auch schon verstorbenen Verwandten. Ablassbriefe wurden als Formulare gedruckt. Johannes Kleeberger bezahlte die verlangte Gebühr, dann trug ein Pfarrer nur noch seinen Namen in den Vordruck ein und fertig war das heilige Geschäft. Als weltliche Macht beherrschte die Kirche noch immer ein Drittel ganz Deutschlands. Aber wie hatte sie sich verändert?
Die Bischöfe verkündigten nicht das Evangelium. Sie machten Politik, vermehrten ihren Reichtum, schmückten sich mit prunkvollem Geschmeide. Danziger Priester trugen Gewänder aus Stoffen, die im Orient eingekauft worden waren. Schwerer Brokat galt als das edelste Gewebe. Je aufwendiger die Kleidung des Priesters, desto feierlicher sein Gottesdienst. Manche dieser kostbaren Tuche zierten Bilder oder Muster, die mit der christlichen Kirche nichts zu tun hatten. Es war üblich, sich ein kirchliches Amt zu kaufen. Bildung galt nicht als Voraussetzung. Erotische Bilder schmückten die Badestube im Regensburger Bischofshof. Die Prälaten waren Lebemänner. Bischöfe hielten sich Beischläferinnen. Der Papst zeugte Kinder. Die christliche Botschaft war zur Nebensache geworden. Überall in Europa, besonders in Deutschland, wuchs darüber die Empörung. Erasmus und Dürer beschimpften den Papst. Kritik steigerte sich zum Hass. Im Jahre 1521 zerbrach endgültig die Einheit aller Christen in Deutschland. Der Mann, der den Bruch ausgelöst hatte, musste sich in den Tiefen des Thüringer Waldes verstecken. Er war gebannt und geächtet. Die Häscher des Papstes und des Kaisers waren ihm auf den Fersen. Sie wollten ihn töten. Martin Luther lebte unerkannt, als Ritter verkleidet, auf der Wartburg in Sicherheit. Denn Freund und Feind glaubten, er sei ermordet worden. 4 schwere Jahre lagen hinter ihm. Er hatte den Papst angegriffen und die gesamte Kirchenmacht herausgefordert. Breite Schichten der Bevölkerung hatten sich auf Luthers Seite geschlagen. Sie führten den Kampf weiter, während Luther sich in seiner Kammer auf der Wartburg in eine große Aufgabe vertiefte. Er übersetzte die Bibel ins Deutsche. Die einfachen Menschen sollten das Wort Gottes nicht nur lesen, sondern auch verstehen können. Ich mühte mich, schrieb Luther später, Moses so deutsch zu machen, dass niemand vermuten würde, er sei ein Jude. Jeden Tag übersetzte er 10 Seiten nach der griechischen Ausgabe des Erasmus von Rotterdam. Er legte die Schrift so aus, wie es dem Lebensgefühl der einfachen Menschen entsprach. Diese Bibel sollte später zum Volksbuch werden. Endlich sprach Gott verständliches Deutsch. Alles hatte 4 Jahre zuvor in Wittenberg angefangen. Die Schlosskirche war Festraum der Universität. Luther, ein unbekannter Mönch und Professor für Philosophie. 1517 verschickte Luther 95 Thesen gegen den Ablass an einige Kollegen. Ein Exemplar ließ er, heißt es, an die Tür der Schlosskirche schlagen. Ohne sein Wissen wurden die Thesen gedruckt und überall verbreitet. Luther leugnete die Allmacht des Papstes und berief sich auf die Bibel. Er sprach aus, was alle Welt empfand. Der Papst hatte spät auf das Mönchsgezänk reagiert. Politische Geschäfte hielten ihn ab. Sein Gesandter verhörte Luther. Kardinal Cajetan hielt dem Aufrührer vor, dass die Bibel der Auslegung bedürfe und dass der Papst ihr oberster Ausleger sei und deshalb über der Schrift stehe. Luther blieb fest, dass ich widerrufen sollte, da wird nichts draus. 1521 verhängte der Papst den Bann über ihn, eine Strafe, die den Tod bedeuten konnte. Sein Schicksal hing nun vom Kaiser ab. Karl V., der Habsburger, war eben erst mit Fuggers Hilfe zum Kaiser gewählt worden. Nach dem geltenden Recht hätte er über Luther die Reichsacht verhängen müssen. Luther wäre dann vogelfrei gewesen. Aber der 20-jährige Herrscher zögerte. Die Fürsten und Ritter in Deutschland forderten, ein Deutscher müsse persönlich gehört werden, bevor ein solches Urteil ergehen dürfe. Karl beugte sich. Einen Machtkampf konnte sich der Habsburger nicht leisten. Das Kaiserreich erstreckte sich von der Ostsee bis ans Mittelmeer. Innerhalb dieses Reiches besaß das Habsburger Herrscherhaus aus Wien die größten Territorien, Österreich, Böhmen und die Niederlande. Mit einer geschickten Heiratspolitik hatte Karls Großvater Maximilian bedeutende Gebiete auch außerhalb des Reiches erworben. Die Habsburger herrschten über Spanien, Sardinien, Neapel und Sizilien. Und ein noch größeres Territorium besaßen sie jenseits des Ozeans in Amerika. Karl V. machte Weltpolitik im Interesse der Habsburger. Seine Länder wurden im Osten vom mächtigen Osmanischen Reich bedroht. Karl versuchte, alle Christen zu einem Kreuzzug gegen die Mohammedaner zu sammeln. Ohne Erfolg. Der französische König verweigerte sich. Denn er sah in den Osmanen das einzige Gegengewicht gegen die Macht Karls des V. Frankreich war von habsburgischen Ländern umklammert und setzte sich zur Wehr. Es ging ein Bündnis ein mit den Heiden im Osten. Nun geriet Karl in Bedrängnis.
Deutschland war in diesem Spiel der großen Mächte nur ein Nebenschauplatz und der Mönch Luther eine Randfigur. Worms, 1521. Luther hatte sich vor dem Kaiser verteidigt. Zuletzt stellte man ihm die entscheidende Frage: Willst du deine Lehre widerrufen? Luther weigerte sich und Karl fasste seinen Beschluss: Ein Einzelner irrt, wenn seine Meinung gegen die der ganzen Christenheit steht, denn sonst hätte sie ja heute und immer geirrt. 3 Wochen später, Luther war auf dem Rückweg nach Wittenberg, hatte der Kaiser die Reichsacht über Luther und seine Anhänger ausgesprochen. Um den Geächteten zu schützen, hatte der Kurfürst von Sachsen Luther auf die Wartburg bringen lassen, wo der streitbare Mönch nun seine Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche abschloss. Zur selben Zeit musste Kaiser Karl das Reich wegen neuer Konflikte mit Frankreich verlassen. Ungehindert breitete sich Anton Koberger in Nürnberg, besaß den größten Betrieb. 100 Setzer und Drucker standen an 24 Pressen. Zuerst kamen religiöse Werke auf den Markt. Die 42-zeilige Bibel des Johannes Gutenberg gilt bis heute als das schönste gedruckte Buch der Welt. Schon bald vergaben die Humanisten Aufträge. Eine Flut an gelehrtem Wissen, an Bildung überschwemmte Europa. Schlettstadt im Elsass wurde eine Hochburg antiken Geistes. Der Humanist Beatus Renanus schenkte seiner Geburtsstadt alle Schriften, die er besaß. 670 Bände mit über 2000 Titeln. 1494 schrieb der Universitätslehrer Johannes Reuchlin, man solle Hebräisch lernen, um die Weisheit der Juden zu verstehen. Ein gewisser Pfefferkorn dagegen behauptete, man müsse alle Schriften der Juden verbrennen, da sie die christliche Religion beleidigten. Wütende Auseinandersetzungen spalteten das gebildete Deutschland in 2 Lager. Für Reuchlin stritten die Humanisten, gegen ihn die Scholastiker. Die Schlachten wurden mit Feder und Tinte geschlagen, aber ihr Donner hallte bis in die Provinz, denn alle Gelehrten kannten sich und reichten sich ihre Bücher zu. Reuchlins Druckwerk, von dem der Streit um die jüdischen Werke ausging, gelangte bis nach Emden in Ostfriesland, wo es noch heute liegt. Ursprünglich gehörte das Exemplar Erasmus von Rotterdam, wie seine eigenhändige Inschrift belegt. Der Disput um die Judenschriften wurde nie entschieden, aber Buchdruck und Humanismus hatten die geistige Vorherrschaft der alten Kirche zutiefst erschüttert. Johannes Müller, genannt Regio Montanus, war Astrologe, Professor für alte Sprachen, Mathematiker, Bibliothekar und Bischof. In Nürnberg baute er die erste Sternwarte Deutschlands und gleich daneben eine Druckerei, um seine Erkenntnisse unverzüglich publizieren zu können. Regio Montanus konstruierte Fernrohre, Sternhöhenmesser und Kompasse und entwarf astronomische Tabellen, die die Ortsbestimmung auf hoher See erleichterten. Mit diesem Rüstzeug entdeckte Christoph Kolumbus im Jahre 1492 Amerika. Er führte den endgültigen Beweis, dass die Erde eine Kugel sei. Ohne die Studien der Humanisten wären die großen Entdeckungsfahrten nicht möglich gewesen. Auf der Suche nach verborgenen Handschriften fiel ihnen eine Erdbeschreibung des alten griechischen Astronomen Ptolemäus in die Hände. Die 1400 Jahre alte Beschreibung war für Mathematiker und Astronomen eine Fundgrube. Schon Ptolemäus hatte sich die Erde als Kugel vorgestellt. Er hatte einen Äquator berechnet und ein feines Netz von Längen und Breitengraden erdacht, mit denen sich die geografische Lage eines jeden Ortes bestimmen ließ. Diese Berechnungen waren aber so kompliziert, dass die ersten Übersetzer der Schrift verzweifelten. Deshalb begann Regio Montanus, der Mathematiker aus Nürnberg, mit einer Neuausgabe, die Pirkheimer schließlich in seinem letzten Lebensjahr vollendete. Von der Kosmographia zehrten ganze Generationen von Wissenschaftlern. Einfache Sammler schauten sich nur den Kartenteil an und versanken dabei in Träume von fremden Ländern und wundersamen Völkern. Mit ihren Fingern verfolgten sie die Reise eines Schiffes, das im Jahre 1515 die Säulen des Herkules, die Meerenge von Gibraltar, passierte und in das Mittelmeer einsegelte. Das Schiff kam aus Indien und hatte seltsame Fracht an Bord, unter Deck gefesselt, ein exotisches Tier, nie zuvor gesehen in Europa. In den Hafenstädten Frankreichs und Italiens erwarteten die Menschen mit Spannung das Einlaufen des Schiffes. Gerüchte liefen um, das Tier sei so groß und stark, dass sich selbst Elefanten vor ihm fürchteten.
Jeder wollte diesen mächtigen Koloss mit eigenen Augen sehen. Sogar der französische König und seine Gattin kamen eigens angereist, um sich das Fabelwesen genau zu betrachten. Doch bevor das Schiff einen Hafen erreichte, lief es auf Grund und sank. Das Tier konnte nur noch tot geborgen werden. Es wurde ausgestopft, konserviert und präzise abgezeichnet. Das Rhinoceros, schrieb Albrecht Dürer, ist von dicken Schalen überlegt sehr fest. Es hat ein stark Horn vorn auf der Nasen. Damit, so Dürer, läuft es schnell auf Elefanten zu und schlitzt ihnen die Bäuche auf, um sie anschließend zu erwürgen. Der Künstler aus Nürnberg verkaufte Flugblätter mit dem Bild des Rhinoceros. Ein gutes Geschäft, denn auch die Deutschen wollten etwas über dieses eigentümliche Geschöpf erfahren. Sie konnten nur selten lebendige Tiere aus anderen Kontinenten bestaunen, denn Deutschland war abgeschnitten von den großen Meeren und den Handelswegen in die Wunderwelten des Orients und Amerikas. Das ausgestopfte Rhinoceros gehörte dem König von Portugal, der weite Teile Indiens beherrschte. Die seefahrenden Länder am Atlantischen Ozean hatten Kolonien gegründet. Sie wurden immer größer. Deutschlands Rolle in dieser neuen Welt aber wurde immer geringer. Um 1500 schrieb der Nürnberger Arzt Hartmann Schedel ein Buch über die Geschichte der Welt. Merkwürdigerweise zeigten die meisten Bilder darin deutsche Städte. Zum ersten Mal erfassten die Deutschen eine Leidenschaft für ihre Geschichte. Sie wollten wissen, wie kraftvoll die germanischen Stämme, wie gewaltig die Herrschergeschlechter und wie reich die Städte einst gewesen waren. Die deutschen Humanisten erforschten und verherrlichten die Vergangenheit ihres Landes. Die Gegenwart bot zum Jubel keinen Anlass. In Nürnberg fertigten Schlossermeister Heuss und Kupferschmied Lindenast für die Frauenkirche ein Uhrwerk mit mechanischer Spieleinrichtung. Punkt 12 Uhr treten 7 Kurfürsten hervor und huldigen ihrem Kaiser, der sie alle wie ein Riese überragt. Diese Uhr sollte zur Schau stellen, woran es in Deutschland fehlte, an zentraler Macht. Kaiser war Maximilian I. Als Landesfürst von Österreich hatte er starkes Gewicht. Reichspolitik war dennoch fast unmöglich. Kein Gesetz, keine Steuer, ohne Mitsprache der Fürsten, Adligen und Städte. Dennoch träumte Maximilian vom Wiederaufleben kaiserlicher Herrlichkeit. Er brauchte Kanonen. Diese neuen Waffen würden in Zukunft über Sieg oder Niederlage im Gefecht entscheiden. Ein zentrales Magazin wurde eingerichtet. Maximilian kaufte hunderte von Geschützen modernster Bauart. Viele kamen aus Nürnberg, der Hochburg deutscher Waffenproduktion. Kanonen aber waren teuer. Der Kaiser stürzte sich in aberwitzige Schulden und dann führte er Krieg. Frankreich hatte begonnen, Italien zu unterwerfen. Maximilian fühlte sich bedroht und beschoss die französischen Bastionen. Die jahrhundertelange Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich nahm ihren Anfang. Der Kaiser verlor den Krieg, trotz aller Kanonen. Er hatte zu wenig Soldaten. Die Zeit der adligen Ritterheere war vorbei. Immer häufiger standen sich große Menschenmassen gegenüber, die mit Feuerwaffen ausgerüstet waren. Nur Spezialisten beherrschten die neue Kriegstechnik. Vor dem Einrichten eines Geschützes mussten Berechnungen angestellt werden über die Flugbahn der Kugel und die Stärke der Ladung. Es war diesen Berufssoldaten gleichgültig, für wen sie kämpften. Viele deutsche Landsknechte traten in französische Dienste, Schweizer standen in spanischen Heeren, Italiener in englischen. Nach einem Einsatz zogen sie geschlossen zum nächsten Kriegsschauplatz weiter. Diese Männer ließen sich hoch bezahlen. Wer im ersten Glied stand, verlangte gerechterweise doppelten Lohn. Sie alle wollten Bargeld sehen. Die Kosten für ein Regiment betrugen 35.000 Gulden jeden Monat. Wer in Deutschland besaß schon so viel Geld? Jakob Fugger hatte das Geld. Er verfügte über 2 Millionen Gulden. Er finanzierte den Papst, den ungarischen König und sogar den deutschen Kaiser. Die Fugger in Augsburg waren die reichste Familie Europas. Sie entschieden, ob Kriege geführt werden konnten oder nicht. Und sie machten die wirklich große Politik. 1519 nun die neue Lehre aus. Luther hatte den Weg zur Bibel gewiesen. Darin stand nichts von Klöstern und Messen, nichts von Abgaben und Steuern. Und was hatten all die Dogmen der Kirche mit dem Evangelium zu tun? Die Bibel atmete den Geist der Freiheit.
Auf Luthers Seite standen die Patrioten, die frei sein wollten von einem italienischen Papst. Mit Luther lehnten sich kleine Leute auf gegen Unterdrückung. Die Humanisten applaudierten ihm, denn er war gegen jede geistige Bevormundung. Alle fühlten, dieser Mann führte eine Umwälzung herbei. Der Kurfürst von Sachsen beschützte Luther auch weiterhin. Friedrich der Weise war von der neuen Theologie durchaus nicht überzeugt. Er besaß einen Ablassschatz von über 2 Millionen Jahren Nachlass der Fegefeuerstrafen. Aber Friedrich war gegen die Macht des Papstes. Deshalb förderte er die Reformation. Er ließ zu, dass in der Wittenberger Stadtkirche der Gottesdienst auf Deutsch gehalten wurde. Der Altar demonstrierte das Wesen der neuen Lehre. Im Mittelpunkt steht das Abendmahl. Jesus umarmt den Apostel Johannes. Er nimmt Abschied von seinen Jüngern. Im Abendmahl eines Gottesdienstes wiederholten die Gläubigen dieses Ereignis. Sie empfingen die Gnade Gottes und ihre Sünden waren vergeben. Wie die Jünger damals feierten sie die Gemeinschaft mit Jesus. Priester als Vermittler zwischen Gott und den Menschen brauchte man nun nicht mehr. Das Abendmahl ersetzte die großen Messopferzeremonien der alten Kirche. Wer sündigt, muss sich immer neu rechtfertigen vor seinem Gewissen. Die Kirche kann ihm dabei nicht helfen, allein die Kraft der Heiligen Schrift. Luther nahm den Christen die Sicherheit, sie könnten mit guten Werken das ewige Leben erlangen. Indem er die traditionellen Glaubensregeln in Zweifel zog, versetzte er die Menschen in Unruhe. Im Verlaufe des 16. Jahrhunderts zerbrach die Einheit der abendländisch-katholischen Kirche, der schon früher die Hussiten in Prag und Böhmen den Gehorsam aufgekündigt hatten. Reichsstädte wie Nürnberg wurden zuerst von der protestantischen Bewegung erfasst. Hier wohnten Buchdrucker und die meisten Leser Luthers. Scheinbar unaufhaltsam breitete sich die Reformation aus. Die meisten Bischöfe bekämpften die Reform, denn sie fürchteten um ihre Privilegien. Nur die Landesherren hatten genügend Macht, die neue Religion durchzusetzen. Sie vertrieben die Bischöfe und Äbte, schlossen die Klöster und übernahmen den geistlichen Landbesitz. Zentrale Kirchenbehörden wurden eingerichtet, Schulen gegründet, Bischöfe und Priester in der neuen Lehre ausgebildet. Ganz Mitteleuropa wäre von der protestantischen Bewegung erfasst worden, wenn nicht Kaiser Karl V. in die deutschen Verhältnisse eingegriffen hätte. Ein Abwehrbündnis entstand. Die Ausbreitung der neuen Kirche fand ihr Ende. Nur in der Schweiz und im Nordwesten des Reiches setzten die radikaleren Calvinisten die Reformation weiter fort. In der Mitte des 16. Jahrhunderts war das Reich in 3 große Konfessionen gespalten und die alte Glaubenseinheit zerstört. Die meisten Menschen lebten in kleinen Dörfern auf dem Lande. Von Sonnenaufgang bis zur Abenddämmerung bestellten sie ihre Felder. Im Winter und Frühjahr musste die Saat in den Boden. Mit Gottes Hilfe konnte man im Sommer ernten. 4 Tage in der Woche arbeiteten die Bauern für sich, 2 Tage für den Grundherrn. Sonntags gingen sie zur Kirche, wenn es eine gab in ihrer Nähe. Die Bauern wussten nichts von Katholiken, Protestanten, Calvinisten. Weit weg in den Städten zerstritten sich die gescheiten Leute. Auf dem Lande aber führte man einen Kampf um das tägliche Brot. Manchmal kamen hohe Herren aus der Stadt in ihre Dörfer. Sie befahlen, mitten im schönsten Erntewetter zur Kirche zu kommen. Sie seien Visitatoren und würden nur einige Fragen stellen. Die Bauern kamen. Ja, sagten sie, der Priester lebe mit seiner Köchin zusammen. Nein, das Vaterunser habe er noch nie gesprochen. Aber er sei ein großer Freund des Messweines. Dann gingen die Bauern wieder an ihre Arbeit. Ihr Pfarrer aber wurde mit seiner Köchin verheiratet und im lutherischen Sinne umgeschult. In allen lutherischen Ländern prüften die Visitatoren, wie weit die Reformation gediehen war. Die Zustände erschienen schlimmer als vorher, denn die Bauern und Priester wussten nicht, was das ist. Reformation. Sie brachten alles durcheinander. Man schickte Lehrer in ihre Dörfer, sie sollten endlich lesen und schreiben lernen, um Luthers Glaubenslehre auswendig aufsagen zu können. Die Bauernsöhne und auch die Töchter verließen die Felder und gingen zur Schule. Sie brachten dem Lehrer etwas Korn mit, dazu Brot und Eier, das war das Schulgeld. Ein Lehrer war noch viel ärmer als ein Bauer, der jedenfalls nicht hungern musste.
Mit den neuen Lehrern und Pfarrern kam die Musik ins Dorf. Luther hatte sie geschrieben. Zunächst hörten die Kinder eine Predigt an. Jeden Tag von 12 bis 13 Uhr sangen sie unter Aufsicht des Pfarrers Choräle, Motetten und kleine Stückchen für den kirchlichen Gebrauch. Dann folgte eine Stunde lang Katechismus. Luther hatte den Bauern gesagt, alle Menschen seien gleich. Die Kirche habe keine weltliche Gewalt mehr. Adlige Ritter und Fürsten seien böse Buben und tolle Narren. Man müsse ihnen nicht gehorchen. Er hatte Gerechtigkeit gepredigt und die Befreiung des Einzelnen. Man solle sein Vertrauen in Gott setzen und endlich mündig werden. Als die Bauern von Freiheit hörten, meinten sie die Freiheit von leiblicher Abhängigkeit, von Fron und Abgaben. Gleichheit bedeutete für sie gleiches Recht. Im Jahre 1525 bewaffneten sie sich mit Knüppeln, Sensen und Spießen und begannen, Schlösser zu plündern und Klöster niederzubrennen. In riesigen Haufen verheerten sie das Land ihrer Herren mit dem Ruf nach Freiheit. Sie wurden totgeschlagen und Luther sah es mit an. Diese Freiheit hatte er nicht gemeint. Il Gesù in Rom ist die Mutterkirche des Jesuitenordens. Hier liegt Ignatius von Loyola begraben, der den Orden gründete. Mit Waffengewalt allein ließ sich der katholische Glaube nicht durchsetzen. Das wusste Ignatius. Er wollte die Menschen überzeugen, dass das wahre Christentum nur in der alten katholischen Kirche gelebt werden könne. Die Missstände in dieser Kirche, die zu Luthers Reformation geführt hatten, leugnete Ignatius nicht. Man unterweise die Priester in der richtigen Lehre, predige wieder überzeugend und betreibe Seelsorge. Nur dann sei die alte Kirche und das Papsttum zu retten. Ignatius und seine Jesuiten wirkten auf die an ihrer Kirche Zweifelnden wie eine Befreiung. Peter Paul Rubens hat diese Empfindung auf einem großen Altarbild gemalt. Ignatius steht wie ein Erleuchteter über den Gläubigen. Unheilbar Kranke, Epileptiker und Irrsinnige erhoffen Heilung. Ignatius vollbringt das Wunder. Er treibt die Dämonen aus den Besessenen und befreit die Geplagten von all ihren Leiden. Die Teufel entfahren den gequälten Leibern. Um jede einzelne Seele kämpften die Jesuiten. Vor allem um diejenigen, die vom schrecklichen Geist Luthers befallen waren. Eine umfassende Reinigungsbewegung lief durch die katholische Kirche. Der Papst selbst trieb die Erneuerungen voran. Er rief die Bischöfe der Welt nach Trient in Italien zu einem Konzil. Um alle Religionsfragen, die das 16. Jahrhundert bewegten, wurde gerungen. Die katholische Kirche grenzte ihre Glaubenssätze präzise von den protestantischen Lehren ab. Die Kirchenführung wurde fortan unter römischer Leitung in besonderen Hochschulen ausgebildet. Einfache Priester mussten Seminare besuchen, die von Jesuiten eingerichtet wurden. Im Jahre 1489 reiste Willibald Pirkheimer aus Nürnberg zum Studium nach Italien. Er war 19 Jahre alt und glaubte, die Welt zu kennen. Aber hier im Süden gingen ihm die Augen auf. In Italien, in Florenz, war alles anders als in Deutschland. Das Leben schien heiterer und freier. Man konnte es vom einfachen Handwerker zum Palastbesitzer bringen. Reiche Bankiers und Kaufleute besuchten Vorlesungen über Plato. In Florenz gab es mehr Künstler als in Nürnberg Schneider. Die Frauen waren den Männern gleichgestellt und genossen hohes Ansehen. Hier galt jede einzelne Persönlichkeit, anders als in Deutschland. Willibald Pirkheimer sah aufregende Kunstwerke. Gestalten, nackt, ganz nach der Natur geschaffen. Ein Theologe in Florenz ließ Gott zum ersten Menschen sagen, ich habe dich ins Zentrum der Welt gestellt. Du bist dein Herr. Du kannst zum Tier absinken oder dich zum Göttlichen emporschwingen. Alles hängt von deinem Willen ab. Es war Pirkheimer eine Lust, in Italien zu studieren. Er genoss die geistige Freiheit und die schöpferische Atmosphäre. Mit seinen Freunden wandelte er über die antiken Städten und gedachte der alten Griechen und Römer, ihrer weisen Schriftsteller und Philosophen. Jeder Einzelne, mag er auch in der Masse untergehen, hat seinen eigenen Wert. Er gibt sich und der Welt einen Sinn mit Kunst und Wissenschaft und er kann glücklich sein. Diese Erkenntnis leitete Pirkheimer sein ganzes Leben lang. 6 Jahre später, 1495, rief ihn der Vater zurück nach Deutschland. Schweren Herzens nahm er Abschied von seinen Freunden und Professoren und von einer italienischen Dame namens Bernarda.
In Deutschland fand er nichts von dem klaren Geist der italienischen Welt. Das Land litt unter dem Gezänk vieler Landesfürsten. Der Kaiser, Maximilian, hatte sich in den Kopf gesetzt, Papst zu werden. Aber er war nicht einmal Herr im eigenen Land. Die wirkliche Macht lag bei den Fürsten. Sie versuchten, ihre ineinander verschachtelten Länder zusammenzufassen und einheitlich zu verwalten. Pirkheimers Vaterstadt Nürnberg lag im Zentrum der Verkehrswege zwischen Italien und Schweden, Frankreich und Böhmen. Früher war Nürnberg Besitz der deutschen Kaiser. Als die Kaisermacht schwächer wurde, gewann Nürnberg an Selbstständigkeit. Die Stadt stieg auf zu einem Staat mit 40.000 Einwohnern. Hier lebte der vielleicht reichste Mann Deutschlands, Bartholomäus Viatis, mit einem Vermögen von über 1 Million Gulden. Nürnberger Bürger genossen unvergleichliche Handelsprivilegien im ganzen Reich. Dafür hatten die Kaiser gesorgt, die allesamt bei den Nürnberger Kaufleuten hoch verschuldet waren. 1495 erreichte Pirkheimer mit griechischen Lehrbüchern und römischen Liebesgedichten im Gepäck die Tore der Stadt. Nach dem Willen des Vaters sollte Willibald Ratsherr werden. Aber der junge Mann hatte ein freies Leben in Italien genossen. Nürnberg schien ihm provinziell. Schon das Äußere der Stadt spiegelte altes Denken. Hier gab es keine Reformer oder Weltveränderer. Alles ging noch seinen gewohnten Gang. Man hatte viel erreicht. Auf der alten Kaiserburg lagen sogar die heiligen Insignien des Reiches. Und ihre Verwaltung oblag der Stadt. Pirkheimer träumte von anregender Arbeit in geistiger Offenheit und von einem sinnenfrohen Leben mit Liebschaften und Abenteuern. Aber er fügte sich dem Schicksal. Sein Vater verschaffte ihm eine Ehefrau und dann wurde er Mitglied des Nürnberger Stadtrates. So altmodisch waren die ehrwürdigen Herren gar nicht. Sie hatten eine neue Ordnung ausarbeiten lassen. Das alte mündlich überlieferte Gewohnheitsrecht mit seinen Zufälligkeiten und willkürlichen Entscheidungen galt nicht mehr. Alle zivilen Rechtsangelegenheiten waren nach dem Vorbild römischer Gesetze schriftlich niedergelegt worden. Die Verwaltung Nürnbergs sollte durch das neue Recht vereinheitlicht und vereinfacht werden. Es gab heftige Debatten um das Gesetzbuch, denn nun hatten die Juristen mit ihren lateinischen Fachausdrücken das Wort. Männer vom Schlage eines Hieronymus Holzschuher waren es, die Nürnberg von Grund auf modernisierten. Über Generationen konnten sie ihre Macht behaupten. Die Holzschuhers saßen ohne Unterbrechung von 1317 bis 1806 im Stadtrat. Augsburg. Nach einer Sitzung verlassen die Herren das Ratsgebäude und treten auf den Markt hinaus. Drei Fernhändler wickeln ein Geschäft ab. Vielleicht ist eine Fracht Gewürze aus Venedig angekommen, die weiterverkauft werden soll. Im Schlitten rauscht eine elegante Dame durch das bunte Treiben auf dem Platz. Hier sind alle Schichten versammelt. Die Bauern des Umlandes, kleine Handwerker und Krämer, Fuhrleute und Tagelöhner. Nach göttlicher Bestimmung hat jeder seinen festen Rang und sein gesichertes Auskommen. Diese Stadt ist eine harmonische Welt für sich, sagt das Bild. So wollte es der Auftraggeber. In Wahrheit hatten die meisten Städte wie Augsburg als eigenständige Staaten keine Zukunft. Die Kosten für Verwaltung, Diplomatie und Verteidigung überstiegen die Einnahmen. Das Regieren war kompliziert. Man brauchte fachkundige Berater. Aber welcher Patrizier respektierte schon die blassen Gelehrten, die nichts konnten außer klug daherreden? Pirkheimer war ein Fachmann und Nürnberg war gut beraten, ihn gewähren zu lassen. Mit seinen Sprachkenntnissen und seiner weltoffenen Art verhalf er Nürnberg zu hohem Ansehen. So fand man sich ab mit seiner Arroganz und Grobheit. Erst als Pirkheimer begann, Übersetzungen antiker Texte voller unmoralischer Lehren zu verbreiten, war für die Ratsherren das Maß voll. Pirkheimer verließ den Rat und führte ein Leben nach seinem Geschmack. Er wechselte Briefe mit Erasmus von Rotterdam. Was ist das richtige Christentum? Das war die Grundfrage der Zeit. Erasmus machte sich frei von den gewundenen Philosophien der kirchlichen Überlieferung und spürte den Wurzeln seiner Religion nach. Zurück zu den Quellen, zurück zum ursprünglichen Wortlaut der Bibel, zum Griechischen und Hebräischen. Erasmus veröffentlichte die alten Schriften. Dort lag die Wahrheit. Pirkheimer regte die Gebildeten in Deutschland an, gleichfalls zu lernen und zu forschen. Sie begannen, die Bibel in einem anderen Lichte zu sehen. Der Apostel Paulus war verheiratet.
Christentum schien einfach und klar wie die Sprache eines Homer. Diese Männer wurden ergriffen von der Vision einer besseren Welt, in der die Menschen ihre natürlichen Anlagen frei entfalteten. Sie nannten sich Humanisten. Mitte des 15. Jahrhunderts machte Johannes Gutenberg eine Erfindung, die die Welt veränderte. Er stellte Gießformen für Buchstaben her. Dann erhitzte er eine Legierung aus Blei, Antimon, Wismut und Zinn und goss diese Schmelze in die Form, wo sie rasch erkaltete. Auf diese Weise entstanden einzelne Buchstaben aus Metall, die in beliebiger Kombination zu Wörtern, Zeilen, zu ganzen Seiten zusammengestellt werden konnten. Viele hundert Mal ließen sich die Lettern verwenden. Von nun an waren Bücher schneller und billiger herzustellen. Die Auflage eines Buches konnte man fast beliebig erhöhen. Vorher wurden Bücher zur Vervielfältigung mühselig mit der Hand immer wieder angeschrieben oder von Holzplatten gedruckt. Diese Verfahren waren sehr teuer. Man musste reich sein, um sich ein Buch leisten zu können. Gutenberg entwickelte nach dem Vorbild einheimischer Weinpressen eine Druckpresse. In den Rahmen spannte er Papier, dann färbte er den Buchstabensatz mit einer Mischung aus Kienspan, Galläpfeln und Ruß ein. Er klappte den Rahmen auf die Lettern, schob das Ganze unter die Presse, drückte Lettern und Papier zusammen und die Seite war fertig. Bis in das 18. Jahrhundert hat sich diese Technik nicht verändert. Von Mainz aus trat das neue Gewerbe einen Siegeszug an durch das ganze Abendland. Das Trienter Konzil befestigte das Papsttum. Deshalb geriet die katholische Kirche später nicht in dem Ausmaß wie die protestantische in die Abhängigkeit der weltlichen Landesherren. Selbstbewusst verließen die Konzilsteilnehmer 1563 Trient. Sie waren entschlossen, sich der Ausbreitung des protestantischen Glaubens zu widersetzen und den Kampf gegen die lutherischen Ketzer aufzunehmen. Ingolstadt war eine der wenigen Hochburgen des alten Glaubens in Deutschland. Das Liebfrauenmünster gehörte zur Jesuitenuniversität. Im Jahre 1572 wurde ein neuer Altar aufgestellt. Beim Gottesdienst blickten die Studenten auf ein prächtiges Mariengemälde. Von Heiligen umgeben, schwebt Maria in einer himmlischen Sphäre. Unter ihr auf der Erde hat sich eine fürstliche Familie zum Gebet versammelt. Der Herzog von Bayern, Albrecht V., im Kreise seiner kleinen Kinder, Karl und Friedrich, seiner Ehefrau Anna und der Tochter Maria. Dieses Gemälde war ein Kampfbild. Zu viele Deutsche bekannten sich zu Luther. Der Bayer aber stritt für die katholische Sache, für Maria. Die Frauenkirche in München hatten stolze Bürger im Mittelalter gebaut. Um 1600 waren sie arm. Der bayerische Herzog forderte hohe Steuern. Er ließ Bürgerhäuser abreißen und dafür Kirchen errichten. Maximilian I., ein Enkel Albrechts, besaß die größte Residenz des Reiches. Er wollte Bayern zu einem katholischen Musterstaat formen. Über einen großzügig angelegten Treppenaufgang führte der Herzog die Besucher seiner Residenz in den Festsaal des oberen Geschosses. Maximilian demonstrierte eine Kultur, wie sie nicht einmal im kaiserlichen Wien gepflegt wurde. Seine Gäste sollten spüren, dass Bayern eine führende Rolle in Europa beanspruchte. Sie schritten an Karl dem Großen vorbei, den man wahrhaftig für einen Ahnherrn der bayerischen Herzöge hielt. Dann fiel der Blick auf Ludwig den Bayern. Er war im 14. Jahrhundert Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewesen. Solche Vorfahren verpflichteten Maximilian zu großen Taten. Seinen Festsaal hielt er bei allem Glanz im Detail bescheiden. Frühmorgens um 4 Uhr sitzt Maximilian über seinen Akten. Er befiehlt allen Untertanen, jeden Sonntag zur Kirche zu gehen. Wer flucht, wird mit Zungenausreißen bestraft. Wiederholter Ehebruch führt zur Enthauptung. Spitzel kontrollieren das Volk, die Adligen und die Bischöfe. Maximilian will seine Bürger zu vorbildlichen Katholiken erziehen. Wie brennende Kerzen, so der Herzog, verzehre er sich, um anderen zu leuchten. Er verbessert die Verwaltung. Die Staatskasse füllt sich, was auch dem Heer nützt. Maximilian führte Bayern an die Spitze des Reiches. Die Jesuiten halfen ihm.
Petrus Canisius hatte in München ein Kolleg gegründet. Seine Schulen boten kostenlosen Unterricht und ausgezeichnete Lehrinhalte, vom Sport über modernen Ackerbau bis zur Philosophie. Canisius schrieb seinen kleinen Katechismus für die Jugend des Landes. Die jüngsten Schüler lasen den kleinsten Katechismus und die Studenten den großen. Diese Bücher sollten Volk und Adel im katholischen Glauben festigen. 300 Jahre lang blieb der Canisi das maßgebliche Schulbuch im katholischen Deutschland. Zum ersten Mal waren in klarer und schöner oberdeutscher Sprache Glaubensbekenntnis, Gebete und Gebote dargestellt. Der helle Glanz christlicher Wahrheit, heißt es im Vorwort, durchscheine Land und Leute. 1601 unternahm Maximilian von Bayern einen letzten Versuch, Katholiken und Protestanten zusammenzuführen. Jesuiten aus Ingolstadt vertraten die altgläubige Seite gegen die gesamte protestantische Gelehrsamkeit. Man diskutierte auf Latein, was dazu führte, dass die Schimpfwörter gebildeter klangen. Versi pellis, Wechselbalg, schleuderte ein Jesuit seinem Gegenüber ins Gesicht, der mit Antichrist antwortete. Das Gespräch wurde abgebrochen. Prag, die Hauptstadt Böhmens, am 23. Mai 1618. Eine Revolution bricht aus. Radikale Protestanten und wie in Holland Calvinisten stürmen zum Palast des böhmischen Herrschers. Der König ist nicht anwesend. Er regiert gleichzeitig als Kaiser des Deutschen Reiches in Wien. Auf Gewalt ist die Burgbesatzung nicht vorbereitet. Die Anführer der heranstürmenden Protestanten sind angesehene Leute. Aber diese Männer reden nicht lange. Mit dem Ruf nach Freiheit von der kaiserlich-habsburgischen Unterdrückung packen sie drei kaisertreue Beamte und werfen sie aus dem Fenster. Ein Misthaufen unten rettet den Unglücklichen das Leben. Dieser Prager Fenstersturz hatte unabsehbare Folgen. Die Böhmen befreien sich vom habsburgischen König und suchen einen neuen. Der Kurfürst von der Pfalz in Heidelberg ist bekannt als Vorkämpfer für die protestantische Sache und als Gegner des Kaisers. Pfalzgraf Friedrich V. aus Heidelberg lässt sich 1619 in Prag zum böhmischen König erheben. Am selben Tage brechen in Ungarn und später in Österreich weitere Aufstände gegen die Herrschaft des katholisch-habsburgischen Kaisers aus. Seit langem wurden die Kaiser von den sieben Kurfürsten gewählt. Dieses Kolleg war konfessionell gespalten. Brandenburg gehörte ebenso wie Sachsen und die Rheinpfalz mit seinem Grafen Friedrich V. zur protestantischen Partei. Auf katholischer Seite standen drei geistliche Fürsten, die Erzbischöfe von Köln, Trier und Mainz. Den Ausschlag bei einer Kaiserwahl gab die Stimme Böhmens, das bisher zur katholischen Richtung gehörte. Nun aber ist Friedrich V. böhmischer König und die Protestanten verfügen über die Mehrheit im Kolleg der Kurfürsten. Diese Lage ist für das katholische Kaiserhaus in Österreich unerträglich. Bei der nächsten Wahl wäre es um ihr Kaisertum geschehen. Am 18. November 1620 sitzt König Friedrich V. in seiner Prager Burg zur Tafel. In derselben Stunde verbluten seine Soldaten vor den Toren der Stadt am Weißen Berg. Sie kämpfen eine Stunde lang vergebens. Ein übermächtiges katholisches Heer erobert Böhmen für den Kaiser zurück. Die siegreichen Soldaten stammen aus allen Ländern Europas. Ihren Sold erhalten sie allein vom bayerischen Herzog. Maximilian zahlt für den in Geldnot geratenen Kaiser. Er hofft auf großzügige Entschädigung. Am Tag nach der Schlacht rücken die Sieger in die Hauptstadt ein. Ein Prager berichtet, den elenden Zustand all hier kann man nicht beschreiben. Das Morden hat kein Ende. Es verrät ein Nachbar den anderen. Sie zwingen die Leute zum Geldgeben. Wo nichts ist, so sind sie ihres Lebens nicht sicher. Auf Befehl des Kaisers werden 24 prominente Adlige und Bürger nach einem Schauprozess öffentlich enthauptet und dann gevierteilt. Drei weitere werden gehängt. Drei Viertel aller böhmischen Ländereien wechseln in die Hände kaisertreuer katholischer Zuwanderer über.
150.000 Deutsche und Tschechen werden vertrieben. Niemand in Böhmen wagt jemals wieder eine Revolution. Friedrich V. floh nach Holland. Maximilian triumphierte. Vom Kaiser erhielt der Bayer als Anerkennung für seine Hilfe die Kurwürde, die Friedrich von der Pfalz aberkannt worden war. Dann präsentierte der Herzog eine Rechnung von 2.